Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Oh, da hat es ganz viele Rentier. Oh, schau mal, hey, überall. Hey, mit ganz vielen Jungen. Nein, schau dir das an. Hä? Schau mal, er ist da, glaube ich, der Platz hier. Gut, ich glaube, die haben sowieso keine Angst, hä? Er war in der Yoga-Masterclass. Du, aber Junge! Junge! Come on! Hä? Ich bin unterwegs im höheren Norden. Ein Sehnsuchtsort für ganz viele von uns. Auch für mich. Wir besuchen Schweizerinnen und Schweizer, die hier oben ihre neue Heimat gefunden haben. Ich bin unterwegs durch Finnland, Schweden und Norwegen und will herausfinden, was die Faszination ist vom Leben im hohen Norden. Mitternachtssonne und Polarlichter. Natur ist überwältigend hier oben und hat einen Haufen Platz für Mensch und Tier. Das heisst Pimpeln auf Schwedisch. Eisfischen. Die Finnen, das sind so die kurligsten. Auch bereit für ein Seichimmer. So, ja. Du bist doch ein guter Finn. Ja. In diesem Film besuchen wir neue Auswanderer. Aber auch Sennig, die wir von auf und davon schon kennen. Der Max und Jasmin Hänsler. Es gibt Neuigkeiten. Ja, ich bin jetzt mit dem Kind während der Schulzeit in der Schweiz. Ja, also bist du zurück in die Schweiz gegangen wie deine. Unsere Reise bringt uns an ganz unerwartete Orte. Jetzt geht es in meine Luxussuite. Können wir die mal anschauen? Ein kleines Zimmerli. Ich muss jetzt einfach sagen, es schmeckt gut. So fein. Wir sind dabei bei grossen Momenten. Der von einer retten Aktivität. Auf und davon XXL, eine Reise durch wilde Natur, Wind und Wetter. Wow! Jetzt im Orkan, du tun wir noch picknicken. Hä? Auf und davon im hohen Norden. Schön sind ihr dabei. Auf und davon, yeah. Gut, dann kannst du gleich aufhören. Ja. Schon unten. Komm. Weit oben zu Finnland startet meine Reise. Sind alle? Ja, sollten. Ja. Der St. Galler Markus Brülisauer lebt hier mit 33 Schlittenhunden. Papis! Papis! Ja, das ist immer so am Morgen, zu 10 Minuten, wo es halt wirklich rennt und macht, bis die gröbste Energie mal draußen ist. Aska! Aska! Bis die gröbste Energie mal draußen ist und nachher kommen sie wieder runter. Ist wieder Ruhe. Vor 3 Jahren ist Markus hier ausgewandert. Zusammen mit seiner deutschen Partnerin Josie. Ganz frisch dabei ist ihr Sohn Aro. Sam. Ihre Hunde halten es in einem grossen Rudel mit möglichst viel Auslauf. Sind es die Hunde, die euch hier aufgebracht haben? Ja, also bei mir definitiv. In der Schweiz in diesem Rahmen wäre das nie möglich. Also so viele Hunde auf so einer Fläche, das könntest du gerne zahlen wahrscheinlich. Die Schweiz, ich habe ja auch 2 Jahre in der Schweiz gelebt bei Markus, bevor wir ausgewandert sind. Die Schweiz ist wunderschön. Also landschaftlich ist es wirklich ein Traum. Was halt ist, ist ein sehr eng. Hier oben haben wir diesen Luxus, dass eben wenig Menschen auf einer sehr großen Fläche leben, sehr großen Fläche Natur. Und wir sind uns auch bewusst, dass das ein Luxus ist. Und was für ein Luxus, den Josie und Markus hier haben.
60 Hektar Land, inklusive Seeanstoss. Wir sind weit nördlich zu Finnland, schon über dem Polarkreis in Ivalo. Neben den Hunden haben Josie und Markus noch mehr Tiere. So, dann sind noch Zauen dran. Sie wollen sich so gut wie möglich selber versorgen. Die Wildsäule haben sie erst seit 3 Tagen. Haben sie schon nehmen? Das Männchen ist der Obelix. Nein! Der, der immer alle Wildzeug gegessen hat. Genau, ja. Ist das jetzt Bad Omen für. Nein, nein, er überlebt. Der muss ja für den Nachwuchs sorgen. Obelix. Wie einfach war es eigentlich, um so ein grosses Grundstück zu finden, weißt, wo man auch zahlen kann? Es war nicht geplant, dass wir 60 Hektar Land haben. Also, das war dann einfach Zufall. Uns hätten da 2-3 gelangt. Es hat sich dann so ergeben. Ja. Aber habt ihr eigentlich, weißt, einen genauen Plan gehabt, als ihr ausgewandert seid? Oder? Also, weil man muss ja am Schluss von etwas leben. Ja, also wir haben natürlich einen Businessplan gemacht und alles genau berechnet. Und ich denke, das muss man, wenn man es schaffen will. Das haben wir schon gehabt. Aber gleich, wenn man dann auswandert, es ändert sich so viel und es so viele Rückschritte. Und da merkt man dann auch, denke ich, wer es wirklich will, wer will auswandern und wer ist sich eben nicht ganz sicher. Oder es müssen auch wirklich beim Auswandern müssen beide Personen 100% dahinter stehen. Und wenn nur ein, nur 99% dahinter steht, funktioniert es nicht. Mhm. Da geht die Beziehung kaputt oder einfach das Ganze klappt nicht und man geht retour. Bei Markus und seiner Partnerin Josie Habermann scheint es aber bestens zu klappen. So gut, dass sie neben dem Auswandern noch in ein anderes Abenteuer gestartet sind. Ja, guten Morgen. Hast du auch Hunger? Aro heisst ihr erstes Kind. 3 Monate ist er alt. In einem Arm das Baby, in der anderen Hand das Messer. Einhändig ist alles immer ein bisschen schwieriger. Kennengelernt haben sich Josie und Markus auf einer grossen Schlittenhundefarm, wo beide gearbeitet haben. Eigentlich ein Ferienflirt, der dann aber doch ein bisschen länger gedauert hat. Markus ist gelernter Landschaftsgärtner. Er baut möglichst vieles selber, wie aus Käg von der Jacks. Siehst du die Jacks? Er wächst jetzt mit so vielen Tieren auf. Mhm. Bist du das auch schon? Gar nicht eigentlich. Erstaunlicherweise. Ich bin in einer mittelgroßen deutschen Stadt aufgewachsen und wir haben immer in Wohnungen gelebt. Du bist ein Stadtmeidli. Ja, aber ich habe mich nie wohlgefühlt. Klar, über die Jugendphase ist es spannend und schön, aber in Momenten, wo ich, wenn ich zurückdenke und Momente gab, wo ich eben nicht mit Freunden unterwegs war, saß ich meistens am Fenster und habe rausgeguckt und versucht, irgendwo Bäume zu sehen oder Vögel zu hören und einfach nur geträumt, aber ohne, dass ich mich mir dessen bewusst war. Ja, das war einfach immer schon die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Ruhe. Ich genieße wirklich jeden Tag. Es klingt nicht nur so klischeehaft, sondern ja. Gegessen hat er schon? Ich kann mal die Folge sauber. Eins, zwei, drei. Und gewickelt habe ich schon. Bis später, Spatze. Soll ich mit denen anfangen? Ihre Hunde sind für die beiden Auswanderer existenziell wichtig. Sie leben zur Hauptsache von Hundeschlittentouren im Winter. Aber auch im Sommer sind ihre Hunde im Einsatz. Auf mehrtägigen Trips mit dem Kanu. Dann probieren wir es mal. Baggy, komm. Ui, erstmal du rein, Mäuschen. Hältst du fest das Boot? Ja. Eins, zwei, drei. Die 10 Monate alte Bagheera ist zum allerersten Mal im Kanu. Super, Bagheera. Gute Maus. Du kannst uns irgendwo hin paddeln. Okay. Sie scheinen recht entspannt zu sein. Super, Buggy. Was siehst du? Ja,
Jetzt ist wieder spiegelglatter See. Mega schön. Super, Bagheera. Gut, Oma. Sie schauen. Es gab auch schon Hunde gegeben, die vor Aufregung ins Wasser gumpet sägen. Nicht jeder Hund ist ein Seehund. Aber sie macht es nicht schlecht, dafür, dass sie zum allerersten Mal das Erlebnis hat, Boot fahren. Ja. Die meisten Hunde sind verunsichert, weil kein Land in Sicht. Super, Puggy. Ja. Kommst du mit auf Tour? Das ist so gut. Was jetzt sein kann, was ich gerade merke, sie hat jetzt ein paar Mal so aufgestoßen leise. Kann sein, dass ihr jetzt schlecht wird. Okay. Dann würde ich aber jetzt langsam zurück, ja, dass sie gar nicht erst in Stress kommt. Oder ja, jetzt ist dieses Gehen ist auch immer ein Anzeichen für Stress. Ja. Und sie hat es jetzt so gut gemacht, dass ich denke, können wir beenden, bevor sie... Ja. Ja, jetzt fängt sie an mit Fiepen. Ja. Also, jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Hä? Ist gut gemacht. Fahren wir zurück, gell, bei ihr? Ja, warte, Mäuschen. Hast du sie dann bereit? Na komm. Ja, super. Wassertest bestanden. Gut gemacht. Komm, ich hol dich nach vorne, dann kannst du dich aussteigen. Super. Super, Buggy. Weißt du, weil wir hier unten sind alle. Ach, sicher? Ja, ja. Und Bagheera ist hier unten und das ist so ein bisschen so, das Rudelmitglied ist jetzt nicht vor Ort. Ja. Das ist ein krasser Ton. Bagheera, komm. Na komm, geh mal. Super, Maus. Gute Maus. Ja, wieder an Land, gell? Nomadic Nali heisst das Wildniscamp von Josie und Markus. Nali wie der Polarfuchs. Es ist alles klein und familiär. Ein Ferienhäuschen, ein Stellplatz und ein Holztipi. Es ist schon spät, aber immer noch hell. Im Sommer wird es hier oben nie dunkel. Im Winter dagegen ist es eine ganz andere Welt. Wir haben Josie und Markus auch in der kalten Jahreszeit besucht. Ah, schau mal! Mega! Ist ein Aufbau? Ja, guck mal, es kommt von hinten vom Mond einmal rüber. Wow, über das ganze Camp. Polarlichter am Winterhimmel von Ivalo. Ein faszinierendes Spektakel. Davon kriegt man nie genug, egal wie oft es kommt. März von dem Jahr. Josie macht Gästezimmer parat. Es ist Hilfe aus der Schweiz da. Mit gutem Grund. Josie ist hochschwanger. Im 8. Monat. Das ist zum Beispiel, das ist nicht mehr so einfach. Runterbeugen und so ganz kleine Alltagshandlungen, die früher gar kein Problem waren, sind jetzt natürlich schwierig. Und ich vergesse manchmal, dass ich schwanger bin. Und dann beuge ich mich schnell runter und merke ich, oh nein, langsam. Gleich muss Josie für eine Untersuchung ins Spital. Das bedeutet hier oben eine weite Reise. Da sind wir soweit fertig. Gut. In 3 Wochen wäre der Entbindungstermin. Und wir... oder das Kind ist noch nicht gedreht, also es liegt jetzt quasi verkehrt rum im Bauch. Und ich muss jetzt 3,5 Stunden wieder zum Krankenhaus fahren. Dann versuchen wir das nochmal zu drehen. Es wird von außen versucht, dass es gedreht wird. Und wenn das nicht klappt, dann wird wahrscheinlich ein Kaiserschnitt geplant. Wenn das Kind bei der Geburt nicht richtig liegt, ist das Risiko zu gross, dass auf der langen Fahrt ins Spital etwas schief gehen könnte. Markus bereitet alles vor für eine Hundeschlittentour mit 2 Schweizer Gästen. Sind ihr ready? Yes. Gut. Ja. Nervös? Ja. Ehrlich gesagt schon. Ja, das ist normal. Genau. So. Der Schlitten nie loslassen. Also sobald die Leine nachher gelöst wird, nie den Schlitten loslassen. Egal, ob ihr die Kappe verliert,
wenn man umkehrt, nie den Schlitten loslassen. Ohne Problem streichen. Die meisten. Dann hier ein mithelfen. Einfach hinten noch mitlaufen. Einfach hier den Steinstück. Fertig? Okay, hopp! Hey! Das ist jetzt, das Schlimmste ist jetzt vorbei. Perfekt. So, Simon, alles gut gegangen? Ja, super, mega super. Cool. Geil, jetzt weg. Weg mal. Nach der Fahrt gibt es eine heisse Suppe. Zmitzt im Hundekeg. Es ist mega schön. Der Schlitten ist leicht gekippt, dann habe ich auf der Seite abstehen und bin voll im Tiefen. Es wird mega beeindruckend. Bei mir ist es mega gefallen. Es tut richtig gut, so abfahren. Ich war auch richtig neidisch. Oder bin ich eigentlich jedes Mal neidisch, wenn ein Schlitten rausgeht, weil ich jetzt diese Saison gar nicht fahren kann. Ja. Ihr dürft gerne schon anfangen. Ja, guten Appetit. Josie macht sich auf den Weg ins Spital wegen der Schwangerschaftsuntersuchung. Es ist fast eine Tagesreise. Eine Sauna ist in Finnland nicht nur zum Schwitzen da. Man trinkt und kocht da drin. Und früher haben die Frauen auch in der Sauna geboren, weil sie warm und halbwegs steril ist. Wow, eine Routine. Eine Routine. Wow. Also, ich gehe schnell runter. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch schon. Ach, vielleicht ja. Also, komm wieder raus. Ich komme raus. Warte, wo soll die heben? Ich weiß nicht. Darf ich? Ja, das ist gut. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich zahle das. Ich gehe wieder. Ciao. Ich gehe wieder in die Sauna. Neben der Sauna steht noch ein Grillhäuschen. Der Markus bereitet eine Lachsspezialität vor. So, und jetzt können wir den so ein Feuer stellen. Dann geht es ungefähr 45 Minuten. Und dann kann man essen. Sehr cool. Ah, cool. Das ist mega. Am Abend kommt Josie endlich zurück von ihrem Spitalbesuch. Ja. Alles gut gegangen? Das Kind war ja verkehrt rum und jetzt ist es gedreht. Richtig. Jetzt ist der Bauch auch anders. Yay! Jetzt geht das Warten. Also ich hatte mich echt schon mit einem Kaiserschnitt angefreundet. Gedanklich. Und so ein geplanter Termin, hinfahren. Mhm. Und jetzt geht das Warten los. Mhm. Ja, ich hoffe einfach, dass alles klappt, irgendwie, dass ich mit und ja, dass ich dabei sein kann. Etwa 50% aller Geburten, die halt von hier kommen und nach Rovaniemi fahren, die haben die Geburt unterwegs. Das heißt, irgendwo auf dem Parkplatz. Oder nicht mal Parkplatz, irgendwo im Schnee am Rand.
Ja, aber jetzt, wo es nicht mehr, nicht mehr verkehrt rumliegt, denke ich. Hoffe ich. Toi, toi, toi. Ja, gerne. Du, und wo ist er jetzt? Auf die Welk oder Aro? Also haben das im Spital geschafft oder wirklich irgendwie am Strassenrand? Gerade so. Nee, wir haben sogar mit Ankündigung ins Spital geschafft, weil Aro zu spät gekommen ist. 12 Tage war er drüber, okay, am Ende, womit keiner von uns gerechnet hat. Und dann mussten wir die Geburt einleiten lassen. Das heißt, wir haben dann einen Termin gemacht und sind hingefahren zum Krankenhaus. Ja. Und dann alles, wie man sich's wünscht. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Okay, also was eher eine schwierige. Ja, ja, es ist dann alles. Insgesamt ist 26 Stunden gegangen. Und dann war er, keine Ahnung, ich hatte kein Zeitgefühl, aber gefühlt eine Minute auf meiner Brust. Und dann haben sie ihn gleich weggebracht auf die Intensivstation, weil er bei der Geburt, weil sie so anstrengend und schwierig war, hat er Fruchtwasser geschluckt und auch eingeatmet und er hatte Wasser in der Lunge und dann musste er gleich auf die Kinderintensivstation. Ah, das war auf der Neonatologie dann gewesen? Genau. Okay. Und da hing er dann an Schläuchen und mit dem Gerät und Sauerstoffschlauch und das war, ja, nicht der Anblick, den man sich wünscht als frisch gebackene Mutter. Ja, also wenn ihr euch jetzt für eine Hausgeburt entschieden hättet, oder? Weil könnte man, wenn man so weit abbleibt, da wäre keine gute Idee gewesen. Nein, der wäre sehr wahrscheinlich einem von beiden wäre sehr wahrscheinlich gestorben. Okay. Und, aber sie haben uns von Anfang an davon auch abgeraten, weil es einfach da oben mit der Distanz und alles, das eben dann je nachdem lebensgefährlich wäre. Und in dem Fall wäre es genau so gewesen. Ja, aber dann sind wir so lange im Spital gewesen, weil er auf der Neonatologie war. Wie haben wir denn das gemacht mit den Hunden? Ich bin jeden Tag runtergefahren und wieder rauf. Und dann haben wir. Wie lang ist der? 300 Kilometer ein Weg. Hier oben brauchst du etwa 4 Stunden. Im Winter war es ja noch. Es lag ja noch Schnee und dann war noch ein Schneesturm an seiner Geburt. Markus hat so 4 Stunden für einen Weg gebraucht. Also 8 Stunden Fahrt, um mich zu besuchen quasi. Ja, es war eine strenge Zeit. Hätte man auch ein bisschen schauen müssen. Hey, Logal! Bist du aufgewacht? Ich habe Hunger. Ja. Als neue Rudelmitglied haben sich auch die Hunde fängs gut gewöhnt. 2-mal pro Jahr gibt es einen Fellwechsel bei den 33 Hunden. Möchtest, kannst du bei ihr gerade weitermachen, auf die andere Seite dann gerade? Jetzt verlieren sie die Unterwolle vom Winter. Es ist eine Erleichterung für sie, wenn man sie ab und zu strählen. Woher habt ihr eigentlich eure Hunde? Ganz verschieden. Ungefähr die Hälfte ist aus zweiter Hand übernommen, das heißt von Tierschutzvereinen, aus illegalen Zuchtstätten. Ich entschuldige mich für Asghar. Nein, ja, es ist lieb. Mit Welpen ist es nicht immer einfach. Ja. Okay, also der, den du jetzt kämpfst, zum Beispiel, Sumo, der ist ein Urfinne, der kommt von hier, aus Ivalo, und der ist von unserer Nachbarin quasi die Straße runter. Ja. Und er hatte ein gutes Leben, war Familienhund, war 6 Jahre dort, ist mit Kindern aufgewachsen. Und die Familie hat sich dann entschieden, Hühner zu holen. Und Sumo hat alle Hühner gekillt. Ja. Mhm. Und anschließend hat die Familie halt entschieden, dass sie lieber Hühner wollen und hat den Hund dann weggegeben. Ja. Dann gibt es halt andere Fälle, wie zum Beispiel Nimea, die. Ich rufe sie mal, vielleicht wo kommt die Echse? Wahrscheinlich ist sie irgendwo im Auslauf jetzt gerade. Nimi! Nimea! Die war eben aus der Slowakei ursprünglich und sie kommt aus solchen illegalen Zuchtstätten. Ja. Also sie wurde als Vermehrerhündin missbraucht und musste halt schon sehr früh oft Würfe machen. Die Welpen wurden jedes Mal weggenommen und dann wurde sie wieder zwangsbefruchtet. Und das war wirklich so ein Kellerverschlag. In diesem Verschlag hat sie eine Augenentzündung bekommen und daraufhin ist sie erblindet. Ach, sie ist blind? Ja, sie sieht ungefähr 5%, was unsere Tierärzte schätzen. Ja. Aber ja,
umso mehr wundert es mich, weißt, dass wenn ich ja irgendwie etwa die Hälfte oder, von den Hunden ist aus einer solchen Herkunft, dass das gleich so funktioniert. Das braucht extrem viel Aufmerksamkeit, oder? Ja, definitiv. Das ist halt, wenn man das so sehen möchte als Nachteil, der größte Nachteil, dass Markus und ich, einer von uns, muss immer hier sein. Ja. Also wir sind halt die Hauptbezugspersonen. Das heißt, wir könnten die Hunde jetzt nicht einfach allein lassen und in den Urlaub fahren. Aber das ist noch heftig, oder? Da kommt man da rauf und sucht die große Freiheit und bist nachher mega abgebunden. Das, ja, ja, es ist teilweise ist es so. Für uns fühlt es sich nicht so an, weil wir unseren Traumplatz gefunden haben. Ja. Wir sind jetzt 3 Jahre hier. Aber ja, langfristig ist es schon so, dass wir uns gerne wünschen würden, dass wir dann auch mit Aro mal in die Ferien können, in die Schweiz können, ja, die Familie besuchen. Ja. Mhm. Wer bist du? Joloa. Joloa? Mhm. Hey? Joloa heißt der Weihnachten auf Finnisch und sie ist am 24.12. auf die Welt gekommen, deswegen ist sie unser Weihnachtskind. Ja. Und der Weihnachtsmann kommt ja aus Finnland, gell? Habe ich gelernt. Ja. Joulupukki. Joulupukki, genau. Das heißt übersetzt so viel wie Weihnachtsbock. Der Weihnachtsbock. Ja. Jeder Ort streitet sich drum, wo genau er herkommt, aber er ist von hier. Hey, hey, Joloa. Für mich ist die Zeit zum Weiterreisen. Und was denkt ihr, wenn ich euch in 10 Jahren wiederkomme, gehe besuchen? Wie viele Pfötchen und wie viele Füßchen wohnen denn mit euch da? Was gute denkst Frage, du? Gute Frage. Also mehr Hunde. Wahrscheinlich nicht. Nein, wir wollen schon relativ klein bleiben, um den Hunden auch gerecht zu werden. Und sicher nicht so viele Kinder wie Hunde. Ja, hoffentlich nicht, bitte. Hey, alles Gute. Gell? Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst, Tschüss, Mona. Schön, dass du da warst. Hey, ciao. Mal lachen. Ja, super. Tschüss. Ciao miteinander. Ich fahre in Richtung Schweden. Dort erwartet mich eine Auswandererfamilie, die man von auf und davon schon kennt. Bis ich ankomme, dauert es aber noch. 400 Kilometer liegen vor mir. Jetzt, da kommt er her, oder? Das ist jetzt, wo der Santa Claus offenbar herkommt, aus Lappland. Und irgendwo da vorne hat er offenbar sein Zuhause. Jetzt gehen wir einfach mal schauen, wo die Zuhause ist. Oder? Hä? Okay. Also, mein, bei uns wohnt ja der Sammy Klaus, weißt du, in irgendeiner so kleinen Waldhütte. Aber das sieht hier ein bisschen anders aus. Der Santa Claus scheint mir ein geschäftstüchtiger Kerl zu sein. Wow. Im Sommer ist da tote Hose. Aber im Winter stehen Touristen bis zu 5 Stunden an für einen Handshake mit dem Weihnachtsmann. Santa Claus! Nice to meet you. Nice to meet you. And I heard from Einer meiner Elfen hat mir geflüstert, dass du aus der Schweiz kommst. Yes. Und ich spreche ein bisschen Deutsch. Bist du der echte Weihnachtsmann? Of course I'm real. Natürlich bin ich der echte. Du hast im Fernsehen vermutlich andere Weihnachtsmänner gesehen, aber die sind fake. Der Coca-Cola-Weihnachtsmann zum Beispiel macht. Ho, ho, ho. But real. Ich aber mache. Big difference. Big difference. Yes. In Finnish, Santa Claus. Auf Finnisch heißt du Joulupukki. Joulupukki matkaan jo käy. Santa Claus is coming to town. Joulupukki. Joulupukki. Und ich habe gelesen, dass du verheiratet seist. Oh, no. Nein, nein. Miss Santa Claus und ich sind nur sehr gute Freunde. Sie sorgt für mich. Zum Frühstück macht sie guten Haferbrei. She makes good porridge for me. Sie macht deine Wäsche, bürstet deinen Bart. Ja, genau. Yes, that's true. Yeah. Aber verheiratet seid ihr nicht. No, no. No. But,
Das ist sehr wichtig. Ja, wir sind sehr gute Freunde, aber nicht verheiratet. Gut, also hat der Zivilstand vom Sami Klaus auch noch geklärt. Sie sind nur gute Freunde. Okay. What a pleasure meeting you up here in Lapland. Thanks for your visit. Thanks. Ich habe jetzt hier beim Händeschütteln nicht gerade einen Hochzeitsring als im Finger gespürt. Oh, da hat es ganz viele Rentiere. Oh, schau mal, überall. Nein, mit ganz vielen Jungen. Nein, schau dir das an. Hä? Schau mal, er ist hier, glaube ich, der Platz hier. Er war in der Yoga-Masterclass. Du, aber Junge, Junge, come on. Hä? Hopp, hopp. Hey. Ui, du, ui, schau, die sind am Kämpfen. Hey, schau mal. Hast du gesehen? Die zwei. Wow. Und jetzt realisiere ich, wieso es so viele Rentiere auf einem Haufen hat. Der Helikopter treibt sie zusammen. Wie ich später erfahre, ist der Grund dafür die Markierung der Rentiere, die alle Jahre stattfindet. Fünf Stunden unterwegs durch Lappland. Von Ivalo bis runter an die Grenze zwischen Finnland und Schweden. Der Fluss trennt die beiden Länder. Gerade auf der anderen Seite liegt Övertorneå, die neue Heimat der Auswandererfamilie Hänsler. In der 9. Staffel von «Auf und davon» haben wir sie begleitet. Familie Hänsler. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an den Moment, wo der Max Hänsler nach einer ganz langen Fahrt zum ersten Mal in seinem neuen Zuhause angekommen ist und vor lauter Freude einen kurzen Moment vergessen hat, auf sein Büsi aufzupassen. Scheiße! Aisha! Aisha! Aisha, komm! Das gibt's gar nicht, dass die jetzt abhaut. Hey, komm runter, Meite. Es ist kalt. Ah, verdammt! Aisha bleibt die ganze Nacht auf dem Baum. Max Hänsler, sein erster Kontakt mit Schweden, ist darum der mit der Feuerwehr. Alles gut, ich bin's. Alles gut. Yes! Einsiedler, Kanton Schweiz. Hier hat die Familie Hänsler vor ihrer Auswanderung gelebt. Der Max hat als selbstständiger Projektleiter sehr viel geschafft. Bis zu der kompletten Erschöpfung. Ich bin nicht so stark wie du. Ich kann. Du kannst das, ich weiß es. Ich habe eine eigene Firma gegründet damals. Für die Beratung von Supply Chain und Interim Management usw. Ganz viele Sachen erlebt international. Bis ich dann vor anderthalb Jahren richtig heftiges Burnout hatte. Er war sehr angespannt. Also hat er nicht viel gebraucht, dann ist er explodiert. Unausstehlich. Unausstehlich, wortwörtlich. Du kannst ein bisschen messen. In der Krise hat Max gemerkt, dass er mehr vom Leben will. Also ist die Familie Hänsler in den hohen Norden von Schweden ausgewandert. Im Winter 2017. Ciao! Los, Topfa! Hey! Yeah! Du hast keine Socken an, gell? Yeah! Hey, Kimi! Hey, das ist alles dir, Anni! Alles zusammen! Du kannst überall spielen! Schneehaufen! Wow! Schau mal! Das Puff!
Ach du meine Güte! Ich bin dein Vater! Au! Au! Nase! Auf ihrer Camping- und Ferienanlage Norchen Lodge geht der Hänsler die Arbeit nicht aus. Hey! Hey, hey, ja, hat der Max, I'm from the camping here, the new owner. Mein Svenska Engels, so bra. Der Prater Engels, gell? One second. Ja, Achtung. Hey, hast es? Brian? No, no, it's open. Open. Do you need the reservation, or? Will die reservieren? Tschüss. Ja. Ich glaube, ich bin verscheucht. Es ist schon mehr erwartet. Also ich hatte eigentlich eher das Gefühl, mehr Zeit für mich, für die Familie. Aber ich kann das auch gut akzeptieren, wie das jetzt momentan ist. Um die Kinder kümmert sich vor allem die Jasmin. Jetzt muss ich noch einmal schnell gehen. Der Janne besucht neuerdings die Vorschule. Janne, komm mal schnell. Ich komme wieder. Und der Sam kommt ja auch wieder. Gell? Ich komme wieder, Schatz. Ist alles gut? Schätzung, ich komme wieder. Es ist alles gut, gell? Ist gut. Hä? Nein. Du hast jetzt hier Schule. Du kannst nicht einfach heimgehen. Das ist hart. Es tut mir leid, aber es ist so. Ich kann dich jetzt nicht heimnehmen. Nein! Doch! Schau, ich kann schon schauen, was los ist. Die grossen Belastungen durch Geschäft und Familie haben Folgen. Im zweiten Winter von ihrer Auswanderung wird die Stimmung zwischen Jasmin und Max immer kühler. Sie trennen sich. Das sind noch Kürtige. Das sind zahlte Rechnungen und das sind Kürtige. Das ist gut. Ja. Ja, wir sind getrennt. Das ist nicht mehr gegangen. Das ist, es war eine schwierige Situation. Die ganze Saison, den ganzen Sommer durch. Ich habe mich verlassen und allein gefühlt. Ich habe das Gefühl, es liegt alles auf meinen Schultern. Ich habe mir da vielleicht falsche Vorstellungen gemacht. Dadurch sind wir uns ein bisschen entfremdet und verloren. Ja. Und ich musste etwas verändern, sonst wäre es nicht mehr gegangen. Es ist eine Scheißsituation, klar. Meine, wir sind in die Luft gegangen. Ich bin vor allem in die Luft gegangen, weil es ist von seiner Seite her gekommen, nicht von meiner. Trotz verletzter Gefühl machen Jasmin und Max zusammen weiter. Fürs Geschäft und Familie. Die zwei kleinen Chats sind es wert und haben es verdient, dass wir als Eltern weiter nebeneinander funktionieren. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir raufkommen. Wir haben das Ganze uns an die Wand gefahren. Aber das können Sie ja nicht dafür. Vieles ist eingestürzt, was sich Jasmin und Max aufgebaut haben. Aber keiner von beiden rennt davon. Und das zahlt sich aus. Ein paar Monate später finden sie sich wieder als Paar. Alles eine müssen wir auch haben. Nein. In der Schweiz wären wir wahrscheinlich jetzt getrennt gewesen. Ja. Weil einfach alles einfacher wäre in der Schweiz für uns. Ja, das könnte sein. Weil wir konnten nicht einfach davor laufen. In der Schweiz, hätten wir jetzt einfach irgendwo hergehen. Und da haben wir einfach da müssen sein. Ja. Wir haben uns unseren Dämonen müssen stellen, auf Deutsch genau. Gesagt. Die Harmonie ist zurück auf der Norchen Lodge. Die Gäste haben von den Turbulenzen sowieso nichts mitbekommen. Der Betrieb ist immer bestens gelaufen. Vier Jahre ist das jetzt her. Was sich in dieser Zeit nicht verändert hat, bei Hänslers läuft immer etwas. Als ich ankomme, hat sich gerade ein Eichhörnchen ins Restaurant verirrt.
Oh, jetzt ist das Fenster zu. Kannst du schnell aufhören? Man könnte meinen, alles sei wie immer. Stimmt aber nicht. Erstens haben die Hänslers einen anderen Hund. Und zweitens, viel einschneidender, lebt Jasmin zusammen mit dem Kind den grössten Teil des Jahres wieder in der Schweiz. Der Janne und der Kimi sind nur noch in den Ferien da. Seit dem Januar sind sie in Eutal, Kanton Schweiz, zu Hause. Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich gehe mit dem Kind zurück in die Schweiz? Wir hatten einfach Mühe mit dem Schulsystem. Das hat uns einfach nicht gefallen, weil die Art und Weise der Erziehung der Kinder, die hauptsächlich über die Schule läuft, hat für uns nicht mehr gestimmt. Wo hat sich denn das gezeigt und wie? Ja, vor allem bei Janne. Die Janne ist ein Kind, das viel hinterfragt und viel fragt, warum. Wenn etwas erklärt wird, ja, warum ist das so? Und das war für sie mühsam. Sie hat für die Lehrer den Unterricht gestört. Aber der Moment, als ihr einander in die Augen geschaut habt und gesagt habt, hey, look, entweder gehen wir alle zurück oder wir müssen wie das separat machen, wie war das? Es war ein Prozess. Es war ein Prozess, wo alles nachgewachsen ist. Mit dem Leidensweg von Janne, mit auch ich bin körperlich auch Anschlag gekommen, weil natürlich gell, am Morgen bist du aufgestanden im Winter, hast nicht auf Tour gehabt, bist heimgekommen, hast schnell etwas gegessen mit den Gästen, bist auf Homeschooling gemacht, Haushalt machen, Wäsche machen, aber mit den Gästen wieder zu oben, wieder auf mit den Kindern. Auch ich bin den Anschlag gekommen. Es ist wirklich so, alles nachgewachsen, immer mehr dazu kommt. Bis sagst, und jetzt machen wir den Schritt. Jetzt müssen wir etwas verändern. Ja. Es kommt niemand und hilft dir. Also, du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Genau. Wir haben lange diskutiert, was machen wir jetzt? Entweder oder, entweder oder. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, haben wir erstmal gesagt, warum entweder oder? Wir können ja sowohl als auch. Wie werden diese Varianten? Wie machen wir das jetzt? Du fehlst ja wahrscheinlich da. Wenn ich da bin, mache ich das, was ich immer gemacht habe. Ja. Wann bist du da? Ich bin jeweils wie nach Neujahr hier. Ja. Dann mache ich meine Sachen, die ich gemacht habe, Touren und so weiter. Und Sportferien. Und im Sommer komme ich dann auch. Auf die Sommerferien bin ich auch hier. Sonst fliege ich und im Sommer fahre ich hoch. Ja. Und in der Zwischensaison, April, Mai, Oktober, November, gehe ich in die Schweiz. Ja. Ob das jetzt die nächsten 3 Jahre so ist, dass wir rauf und runter pendeln? Keine Ahnung. Ja. Wir haben ja noch andere Ideen, noch andere Projekte. Ja. Es kann sein, dass wir die Lodge verkaufen und dann ganz etwas anderes machen. Wir wissen es noch nicht. Ja. Aber ich glaube, der Punkt in der Schweiz, den behalten wir längerfristig. Ja. Ihre Lodge zu verkaufen, ist mehr als ein Gedankenspiel. Sie ist nämlich schon länger ausgeschrieben. Bei Max muss immer etwas gehen. Ich habe gelesen, dass für die Schweden ein ideales Leben möglichst ausgeglichen sei. Ruhig und unaufgeregt. Lagom, sagt man dem. Ist aber nicht so ein Maxis. Ich hasse Tagesgeschäft. Für mich muss immer etwas Spezielles laufen. Und dann wird es einfach schaurig, etwas Neues zu machen, was es noch nicht gibt. Und sobald etwas ein bisschen Routine kommt und Tagesgeschäft kommt, dann finde ich mir das nicht so lässig. Klar, es gehört dazu. Aber trotzdem haben wir dann langfristig immer wieder mal neue Träume oder neue Ideen, die wir dann probieren zu verwirklichen. Der Max hat neben der Lodge einen Fleischexport, ein Reisebüro und dann plant er auch noch die Eröffnung eines finnischen Restaurants in der Schweiz. Das neueste und grösste Projekt aber, das wollen wir jetzt zeigen. Oh, die Spiegelung im Wasser ist grossartig. Von da oben siehst du das erst. Hey! Vorher machen wir aber noch einen Stopp beim Geschäftspartner der Hänslers, wo sie gerne ihre Gäste von der Lodge schicken. Du bist schon da. Der Geschäftspartner heisst Oskar, ist ein Elch und wird mit Rüebli bezahlt. Das ist ein Fleckchen. Komm, zeig mal. Was ist das? Wie alt ist Oskar? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Ist das alt für einen Elch? Old or young? Im besten Alter. Okay. Ja. Der Mann, der mir das erzählt, ist der Ola Rocca. Ihm gehört der Oskar. Oskar. Und...
du den Hut abziehen? Nein. Ist du den Hut? Weißt du, was? Ich weiß es nicht. Excuse me. Sie meinten, ich sollte den Hut besser abnehmen, sonst. Ja. Weißt du was? Machen wir Tausch. Ich glaube, momentan ist Banane. Sicher, ist fast das größere Highlight. Hey, hi. Hi. Oh. Was, er hat die Nase steicheln? Kein Problem. Das aber das bisschen, hä? Ja, ja. In Schweden gibt es 300.000 freilebende Elche. Aber man sieht sie nur sehr selten. Ja. Ein netter Hut. Gut gegen Mücken. Der Ola hat noch ein Dutzend mehr Elche auf seiner Farm. Sie sind sein Hobby seit der Pensionierung. Der Ola ist Sami. Er hat sein Leben lang Rentierherden gehabt, die er jetzt an seine Kinder weitergegeben hat. Heute Nacht werden ihre Rentierherden markiert, sagt mir der Ola. Ich soll doch vorbeischauen. Diese Einladung nehme ich an. Es ist eine Ehre, bei diesem wichtigen Moment im Leben einer Sami-Familie dabei zu sein. Ein Maxis Baby ist ein Bauprojekt. Und zwar dann auf der finnischen Seite des Fluss. Wir fahren den Avasaksa darauf, den höchsten Hügel in der Gegend. Also das gehört jetzt alles euch, auf beiden Seiten? Alles uns, ja. Du bist Grossgrundbesitzerin? Ja. Schon, gell? Wie viel Fläche ist das da? Wie viel ist das? Das sind 120'000 Quadratmeter. Jasmin und Max wollen die Blockhäuser hier anstellen. Wo wollen wir jetzt bauen? Hier, überall. Überall? Ja, das ist links und rechts, gehört alles uns. Das waren alles Bäume vorher, oder? Die Straße ist jetzt erschlossen, das Wasser ist drin, Abwasser, Strom, Glasfasern. 20 Blockhäuser sind geplant, in verschiedenen Grössen. Es sind Fertighäuser, bereit in 4 Wochen. Baustart so bald wie möglich. Mir wird halber Sturm, so gross sind der Max seine Pläne. Was hast du jetzt gezahlt für alles? Gute Frage. Wir haben gar noch nicht gezahlt. Wir haben mal unterschrieben. Und wir müssen zahlen, wenn wir Baugesuche eingeben. Ah, okay. Ja. Genau. Der Prozess ist, also, es ist uns überschrieben. Wenn wir Baugesuche eingeben, müssen wir zahlen. Wenn wir zu lange warten, dann fällt sie in die Gemeinde zurück. Ja. Also wir müssen jetzt in den nächsten 3 Jahren müssen wir es bebauen. Ja, also ist ein riesiges Projekt natürlich. Gibt es manchmal Momente, wo du sagst, jetzt einfach mal... Ja. Die Handbremse ziehen. Ja, ja, das gibt es. Also, musst das, auch manchmal. Ja, das ist so. Ja. Also er hat schon andere Ideen gehabt, wo ich dann gesagt habe, so... ganz ruhig, Frau. Einfach gang abschalten. Nein, ohne Jasi wäre ich schon lange abgehoben. Ja, ich brauche sie an meiner Seite, die mich immer reflektiert. Und alle Ideen und Sachen, die ich manchmal zusammenspinne, wo sie sagt, hey, dann stellt sie 3 Fragen und ich sage, okay, hast recht. Gang wieder arbeiten. Viele suchen die Ruhe hier oben im hohen Norden. Hänslers das Gegenteil. So viele Geschäftsideen und Herausforderungen. Schafft man das, ohne dass Familienglück darunter leidet? In den letzten 5 Jahren sind wir als Familie haben viel gemacht, aber wir sind manchmal gleich ein bisschen zu kurz gekommen. Weil natürlich halt ganz viel das Geschäft beschallt, Gäste kommen und muss dort sein, bist dort. Und das möchte ich gerne wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Wieder mal Ferien machen miteinander. Ja, genau. Könnt ihr das noch? Nein. Wisst ihr noch, wie es geht? Ja, wir wissen glaube ich schon, aber wir haben es einfach wirklich hingestellt. Mhm. Und wir diskutieren immer wieder darüber. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen das Jahr noch mal versuchen, dass wir wieder mal Familienferien machen. Und wir spüren jetzt einfach, dass wir sind an einem Punkt, wo es jetzt auch mal auf die andere Richtung geht und wir uns als Familie mehr Zeit gönnen wollen. Aber was ist der Familienmittelpunkt? Wo wird denn der in Zukunft sein? Wird er in der Schweiz sein oder wird er hier im hohen Alter sein? Für mich und Kind ist der Mittelpunkt jetzt die Schweiz. Weil sie in die Schule gehen und wir jetzt die Wohnung haben. Aber für sie ist hier auch das Heim gekommen. Sie sind jetzt 5 Jahre, also die Kimi war mehr hier oben als in der Schweiz. Und
sie geniessen beides. Das probieren wir so gut es geht unter einem Hut zu bringen. Wir sind jetzt auch üben, wir machen das erst ein paar Monate und das geht aber so weit gut. Ja. Und ich glaube, das schaffen wir. Ja. Wir haben schon anders geschafft. Auf jeden Fall. Schon fast Mitternacht. Die Stimmung ist unbeschreiblich. Es ist viel zu schön, um zu schlafen. Und in dieser hellen Nacht findet die Rentiermarkierung statt, wo mich der Elchbesitzer Ola dazu eingeladen hat. Heute ist der erste Tag der Markierung der Kälbli. Die Rentiere sind übrigens nicht mit dem Heli zusammengetrieben worden, sagt man mir, sondern mit Hunden und Quads. Rentiere bewegen sich zwar frei, aber sie gehören trotzdem jemandem. Die Tiere sind vom Clan von Ola Rocca und anderen Sami-Familien der Gegend. Das hier ist nur ein kleiner Teil der Herde. Wir 2000. Wir haben 2200 Quadratkilometer Land, das wir für die Rentiere nutzen dürfen. Der Staat stellt uns dieses Land zur Verfügung, weil wir als Samen traditionell mit Rentieren arbeiten. Man darf aber nicht zu viele davon halten. Wir rechnen mit einem Rentier pro Quadratkilometer, macht also 2200 Tiere. Wenn du 4000 Rentiere hast, dann ist das sehr schlecht für die Natur und die nächste Generation, weil sie dann alles wegfressen und nichts mehr für den Winter übrig bleibt. Der erste Schritt der Markierung ist, herauszufinden, welchem Besitzer die Kälbli gehören. Für das kommen die kleinen Rentiere eine Nummer über. Die 14-jährige Madeleine Johansen hilft, die Kleinen einzufangen. Knapp 2 Monate sind sie alt. Die Madeleine ist für das extra 2,5 Stunden angereist, erfahre ich. Hast du deine Rentiere gefunden? Oh, ich habe keine eigenen Tiere. Du hilfst einfach. Mein Onkel hat Rentiere. Kannst du dir vorstellen, später selber Tiere zu haben? Ja. Ich habe vor, einmal meine eigene Herde zu haben. Aber das wird noch eine Weile dauern. Was ist das für ein Messer? Dieses Messer hier benutzen wir für die Markierung am Ohr. Es ist klein und man hält es so mit dem Daumen. Manchmal schneidet man sich selber damit, weil es so scharf ist. Es hat einen guten Griff. Und du trägst einen traditionellen Sami-Gurt? Ja, jeder ist anders. Das ist meiner. Er ist hübsch. Aber auch ziemlich teuer. Er kostet fast 100 Franken. Ah, okay. Die Kälbli haben sich in der Zwischenzeit wieder beruhigt und sind zurück bei ihren Müttern. Jetzt wird notiert, welches Kälbli wem gehört. Dann fängt die eigentliche Markierung an. Jeder Clan hat sein eigenes Kerbenmuster, wo man den Tier ins Ohr schneidet. Seit Hunderten von Jahren wird das so gemacht. Es macht den Tier nicht viel mehr weh, wie wenn man uns ein Ohrring steche, sagen sie mir. Und ich hoffe, es stimmt. Girl Power! Am 4 Uhr am Morgen werden die Tiere wieder freigelassen. Damit sie sich nicht mit denen mischen, die erst nächste Nacht drankommen,
schickt man sie über den Fluss. Ein einzigartiges Bild und eine eindrückliche Erfahrung. Wieder unterwegs durch die Weite von Schwedisch Lappland. Das Gefühl für Zeit und Distanz ist mir schon lange abhanden gekommen. Die nächsten 400 Kilometer von Övertorneå auf Sorsele. Dort im schwedischen Inland lebt auch eine Schweizerin, Sabine Zimmermann. Eigentlich ist Bündnerin Sabine auf Schweden gekommen, weil sie den Kopf durchlüften wollte. Stress hatte im Job und gerade auch noch eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Aber es ist dann etwas anders herausgekommen, als dass sie sich da vorgestellt hat. Und wie, wird sie uns jetzt gerade selber erzählen. Wir treffen sie jetzt gerade. Zum Strand hat sie mich bestellt. Bei diesem Wetter, oder? Nordic Lifestyle, sage ich nur. Ja gut, solange ich hier nicht noch baden muss, also ich bin dabei. Gehen wir schnell schauen. Sabine erwartet mich mit Mann und Kind am Flussufer. Und das bei gefühlten 10 Grad und einem bissigen Wind. Hoi, Sabine, Mona. Hoi. Hey, es freut mich sehr, sehr. Ja, mich auch. Es ist gutes Strandwetter. Ja, weißt du, wir feiern die Sommerferienstart heute. Und dann, darum sind wir hierher gekommen. Das ist heute? Ja. Also, die Kinder haben schon seit dem Donnerstag die Schüler, aber ich habe sie heute. Aber hättest du das gedacht, dass du irgendwann einmal so ein Teil bist von einer ganz normalen schwedischen Familie? Nein, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Weil das war nicht mein Plan, als ich auf Schweden bin. Eben, du wolltest ja hierher kommen und ein bisschen Abstand gewinnen. Ja. Und warum bist du immer noch da? Dafür. Weil wir uns begegnet sind. Aber zuerst waren wir einfach Kumpels, aber dann hat es dann gleich gefunkt. Ja. Und dann, weißt du, so ganz am Anfang, dann schwätzt man ein bisschen, soll man in Schweden oder ja, er hätte gefunden, mal in der Schweiz auch. Aber wenn man dann ein Weile zusammen war, dann ist immer je länger je mehr gekommen, dass es Schweden ist. Weil er findet, ja, es hat zu viele Menschen in der Schweiz und die sind zu nah aufeinander. Ja. Hast du das Fahrzeug dabei? Ja. Ja, nein, ich habe gedacht, oder? Man kommt nur einmal im Sommer auf Lappland, ja, dann muss man sich's grad geben, oder? Ist etwa 12 Grad oder so, würde ich schätzen. Das ist 14. 14 Grad. Aber wir können uns am Feuer noch ein bisschen vorwärmen. Ja, das ist sicher nicht schlecht. Heimlich spekuliere ich darauf, dass am Feuer die Badepläne wieder vergessen gehen. Der Grillmeister und Mann von der Sabine heisst Danne. Mona, schau, du kannst dort noch ein Messer und eine Gabel nehmen. Ja. Astrid, du auch. Und schau, dort hinten hat sogar ein bisschen Sonnenschein oder Sonnenlicht wenigstens. Das erste von heute. Du bist ein bisschen Optimistin, gell, Sabine? Ja, heute von der ganzen Tag. Very much. She's an Optimist. Ja. Du, das ist wirklich mitten im Orkan. Du, tun wir noch picknicken. Hä? Ja. Weißt du, der Sommer ist so kurz da oben. Je kürzer der Sommer, desto länger der Winter. Vor ein paar Monaten hat der Fluss so ausgesehen. Statt am Strand begleiten wir Sabine zum Eisfischen. Im Anhänger die beiden Kinder, Mattis und Astrid. Oh, bitte, Bill! Wir sind ein Elli der. Ja. Dort ist ein Elch. Sender!
Das ist nicht mehr gleich besonders wie vor 12 Jahren. Aber jedes Mal gleich schön, einen zu sehen. Zum Fischen müssen zuerst einmal Löcher ins Eis gebohrt werden. Und dann pimpelt man. Das heisst pimpeln auf Schwedisch. Eisfischen. Dann gehst du einfach so ein bisschen auf und ab. Sabine hat vor 2 Jahren ihren letzten Fisch gefangen. Je länger nichts anbeisst, umso grösser wird das, was auf dem Tanne seiner Kappe steht. Ja, es wäre schon schön, einen zu kriegen. Weißt du, eine feine Nacht heute. Das habe ich jetzt so gewartet. Ho, oh, du rückst fest auf der Seite. Oi. Oh, jättefina. Ja. I'm glad that someone... Ich bin froh, dass überhaupt jemand etwas gefangen hat. Ja, yeah, it was perfect. Es ist fast ein bisschen schwieriger, den in der Pfanne zu bröteln, als am Haken rauszuziehen. Das wird so fein. Guten. Taxomücke, feiner Fisk. Das Schicksal scheint für jedes Lebewesen seinen eigenen Plan zu haben. Und so hat es auch Sabine und der Danne zueinander geführt. Beide haben sie auf der gleichen Hundefarm geschafft. Er überzeugter Single, sie frisch aus einer Beziehung und gar nicht auf der Suche nach einem neuen Partner. Sabine hatte ein anderes Problem. Ihr Häuschen war nämlich ohne Heizung. Ich hatte Mitleid mit Sabine, weil sie in ihrem eiskalten Häuschen sitzen musste, ohne Heizung. With no heating or nothing. Ich versuchte, das Häuschen besser zu isolieren und machte einen neuen Boden rein, damit es wenigstens über 0 Grad war da drin. Aber es war immer noch ein sehr, sehr kaltes Häuschen. Wir redeten jeden Abend miteinander. Wir saßen am Feuer, redeten und hatten eine gute Zeit. Du gabst mir Schweizer Schokolade, fast jeden Tag. Nein. Doch, du hast immer gesagt, hier, nimm ein wenig Schokolade. Okay. Irgendwann bin ich von einem Hund gebissen worden dort, und habe auf Umeå kooperieren oder nähen. Dann habe ich irgendwann ein SMS gekriegt und oh, so blöd ist das passiert und so. Und so ein bisschen ist dann noch, ein paar Stunden später ist dann noch gekommen, ich vermisse dich ein bisschen. Kurz bevor ich zurückgekommen bin von Umeå mit meiner Hand hier, der Verletzte, hat er dann mir noch geschrieben, hey, es ist im Fall minus 38 Grad, du kannst nicht mehr in deine Hütte zurück. Und dort ist es dann eben
so gekommen. Es geht gut, wenn ich auch zu ihm in die Hütte komme, gehe schlafen. Er hat mir dann auch sein Bett angeboten, wo unten war. Und er ist dann so eine senkrechte Leiter hochgeklettert. Und dort oben hatte es dann auch noch zwei Betten. Weil das wäre ja mit meiner Hand nicht gut gegangen. Auch dort ein Gentleman. Und dann sind wir so im Dunkeln dort so gelegen. Und dann hat er so in die Dunkelhütte so gesagt, wir wären eigentlich noch ein gutes Paar. Und ich habe gesagt, ja. Aber mehr als so war dann nicht an diesem Abend. Aber dann haben wir einfach wie gewusst, das entwickelt sich vielleicht noch zu etwas. Und so ist es ja auch gekommen. Die beiden haben sich verliebt und eine Familie gegründet. So, haben wir ein paar schöne Häuser. Dann fragen wir mal. Die Welt da. Wir haben genug Zeit, von dem wir keinen Stress haben. Aber weil wir so langsam sind, alle, oder Kind vor allem, dann wird zum Schluss ein bisschen Stress. Zusammen mit ihren Kindern macht sich Sabine auf den Weg nach Sochele. Astrid und der Mathis gehen dort in die Schule. Sabine arbeitet als Primarlehrerin. Ich finde es einfach schön. Wir sind hier mitten in der Natur und kein anderes Auto. Also, mal jetzt kommt ein Auto. Schau, unglaublich. Und das ist ja so wie eine gute Einstimmung, um zur Arbeit zu kommen, finde ich. Es sind 20 Minuten Fahrt bis auf Sochele. Das Dorf hat nur 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das reicht aber, um das Zentrum der Region zu sein. Hey, Rebecca. Guten Morgen, seht alle. Guten Morgen, seht ihr. Hat Wiese Leute Hänseln, der ist auch so bra. Guten Morgen. Und sie haben genügt. Um als Lehrerin zu arbeiten, musste Sabine Schwedisch auf Hochschulniveau studieren. Sabine, kommst du mal? Die Kinder rufen die Lehrerin Sabine mit ihrem Vornamen. Ich gebe dir einen Lehrtrod. Ich gebe dir etwas mit dem Herr. Okay, ich sehe so, der Herr ist erste Buchstabe. Ät. Was kann man äten? Pizzeria. Nicht mit den Buchstaben. Äter. Sogar Politiker sagen einander du. Und am König kannst auch du sagen. Das ist so normal hier. Mentalität, unkompliziert. Und ich habe mich so etwas daran gewöhnt, dass wenn ich in die Schweiz komme, ist es für mich fast eine Anstrengung am Anfang, zum Sein zurückzukommen. Es klingt mir nicht einmal mehr immer. Der schulische Druck sei in Schweden kleiner als in der Schweiz, sagt Sabine. Manchmal würde sie sich sogar wünschen, es wäre ein bisschen weniger locker an ihrer Schule. Sabine kommt häufig später heim als der Danne. Hallo! Der Danne arbeitet als selbstständiger Schreiner. Wer zuerst daheim ist, der kocht. Fleisch und Kartoffeln. Das ist es in etwa. That's about it. Aus der Schweiz ist ein Päckchen angekommen. Ein Highlight für Kinder, aber auch für Sabine. Was ist das da? Sie vermisst viele Produkte aus der alten Heimat. Aber noch mehr ihre Freunde und Verwandte. Ah, das ist die Jacke. Die ist von Grossmami. Man will so gerne einfach spontan vorbei beieinander. Und das geht einfach nicht. Es ist immer alles über die digitale Welt.
Und dann hat man schon das Gefühl, man ist nach. Aber wenn wir jetzt im Sommer dann in die Schweiz gehen, hoffentlich, dann ey, das wird du komisch sein, dann wirklich einander zu sehen und sich in den Arm nehmen. Ist sie jetzt klein? Ist sie? Ja, du bist einfach mega gewachsen in der letzten Zeit. Jetzt habe ich jetzt gross mal mich anrufen. Hallo. Jetzt hat mir Gotti gesagt, ihr hättet das riesen Paket heute bekommen. Ja, danke. Ja, das hat er schon aufgemacht. Ja, also die Jacke war auch gut, aber es war ein bisschen klein. Aber ist jetzt klein schon? Du musst wieder ein bisschen kleiner werden, Astrid. Ja. Es ist ein Leben an einem abgeschiedenen Ort. Ein Leben nahe an der Natur. Die Familie ist viel draussen unterwegs. Heute gibt es eine Wanderung. Ja. Ah, die gibt's extra. Ah, das ist extra Sandwichbrot. Ja, Polarkaka. Ja. Und dann gehört ja Koka. Ah, Koka. Polar Koka. Koka. So. Der hat passt ja. Horvialt, haben wir alles? Ja. 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 Wir fahren in Richtung Hochfjell, das schwedische Hochland mit Bergen bis über Baumgrenzen. Sabine und ihre Familie machen hier jedes Jahr mehrtägige Wanderungen mit Zelt und Schlafsack. Heute gibt es nur eine kleine Runde. Die macht man als schwedisches Kind locker in den Gummistiefeln. Nee. Dass die wilde Schönheit des Hochfjell Sabine und Danne so begeistert, verstehe ich gut. Oh, du bist ganz schön. Du. Ihr habt euch kennengelernt, eigentlich, weil es euch beide zu einem Hochfjell gezogen hat. Ja, eigentlich schon ein bisschen so. Dass, wir sind beide hier oben gelandet, weil wir beide die Landschaft hier oben gerne haben. Ja. Da komme ich den Bündner Berg am nächsten. Eben, das ist für dich eigentlich so ein bisschen nicht ein Ersatz, aber eine ja. Annäherung. Ja, das heimelt mir. Ja. So Heimat, oder? Das ist für dich inzwischen schon Schweden oder immer noch die Schweiz? Also ich würde jetzt sagen, ich bin wirklich daheim in Schweden. Ja. Aber wenn ich so nur schon das Wort Kur, die Buchstaben lese, dann wird es mir immer noch warm ums Herz. Das wird schon immer meine Heimat sein. Ja. So the love for this landscape you have in common, but there are also like differences between the both of you. Wir sind eigentlich sehr verschieden. Ja. Das schon. Du redest ein bisschen mehr als der Danne. Stimmt das? Ich habe es nicht verstanden. Rede ich mehr als du? Oh ja, definitiv. Definitely. Ja, ja. Ich denke, ich bin ein ruhiger Typ. So, I mean, deshalb ist es auch nicht schwer für Sabine, mehr zu reden als ich. Da muss man nicht viel reden. Aber darüber denke ich nicht groß nach. Ja. Aber ist das ein bisschen Schwedische? Weißt du, wie heißt das Wort? So, Lagom? Lagom. Ja, das ist sehr schwedisch. Aber was bedeutet es genau? Es bedeutet einfach, nicht zu viel und nicht zu wenig. Okay. Yeah. Etwas so locker dazwischen. Yeah. Das ist etwas sehr Zentrales für uns Schweden. Ja, ja. Lagom. Lagom. Ja, ja. We are very
Wir sind sehr ruhig und zurückhaltend. Wir schreien niemanden an. Wir hupen nicht. Wir versuchen es easy zu nehmen. Und wenn jemand solche Sachen macht, dann finden wir Schweden, das ist ein wenig too much. Also warst du froh, dass Sabine ruhige schwedische Männer wie dich mag? Ja, ich denke schon. So was in der Art. Ja, ja, something like that. Ja, ja. Die entspannte Ruhe widerspiegelt sich in dieser Landschaft, wo ihre Schönheit aus dem Kargen, aus dem Einfachen zieht. Ich wäre gerne noch länger geblieben bei Sabine und ihrer Familie. Aber auf mich warten noch höhere Berge. Und vor allem das Meer. Meine Reise geht weiter in Richtung Norwegen. Zwischen Schweden und Norwegen liegen die Skanden, skandinavische Gebirge. Es ist länger als die Alpen, aber nur etwa 2500 Meter hoch. Mein Ziel sind die Lofoten, eine Inselgruppe vor der norwegischen Küste. 9 Stunden Weg mit Auto und der Fähre. Das ist ein altes skandinavisches Sprichwort. Man muss den Kaffee trinken, wenn er da ist. Du weißt nie, wie viele tausend Kilometer zwischen dir und deiner nächsten Kaffeepause liegen. Yes! Oh, aha! Hoi! Ich habe hier noch einen Kollegen über. Hoi, eine Kollegin. Hoi, hast du gern Schoki? Schweizer nicht? Schau mal, was man da noch findet. Schweizer Nüsse hat es da drin. Aber schwedische Schoki, hast du da gern? Sollst du das nicht essen? Gell, du? Die Grenze zu Norwegen liegt gerade auf der Passhöhe. Von jetzt an geht es nur noch durchab bis ans Meer. Je weiter wir auf dem Meer raus sind, umso stürmischer wird es. Hey! 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 Nein, wir müssen reingehen! Nein, es geht nicht mehr! Mein Ziel ist Henningswehr, ein kleines Fischerdorf auf der Insel. Nach der Fähre muss ich noch mit dem Auto weiter. Das Wetter wechselt schnell hier am Nordischen Meer. Berge, die steil ins Wasser fallen. Was für ein Anblick. Kein Wunder, dass jetzt im Sommer viele Touristen auf die Lofoten, häufig mit dem Camper. Wie ganz viele andere ist auch der Lorenzo von Holzen mit seinem Büssli da hochgefahren auf Henningswehr, aber er ist nachher einfach nicht mehr zurück, weil der junge Nidwaldner, der hat sich in kurzer Zeit eine eigene Schreinerei aufgebaut, hat seine Liebe gefunden und dann heiratet er auch noch gerade, und zwar heute.
Das ist es. Henningswehr. Nur 500 Menschen wohnen das ganze Jahr durch hier. Einer davon kommt aus Nidwalden. Der Lorenzo von Holzen wohnt in diesem Häuschen zusammen mit seiner schon fast Ehefrau Nelly. Hey, hey! Hallo! Hi! Oh ja! Hi! Hallo! Lorenzo! Mona! Hallo! Freut mich Freude. Sehr! Komm rein! Also, wenn jemand Schweizerdeutsch redet, dann muss ich richtig sein. Hey, I'm Mona! Hi, hi Nelly! Nelly. Ja. Schön, dich kennenzulernen, Nelly, an diesem speziellen Tag. Ja, ein sehr spezieller Tag. Very special day. Wie fühlst du dich? Du heiratest heute. It's great. Wir haben eben darüber gesprochen. Es ist ein spezieller Tag, aber irgendwie ist es auch ein normaler Tag. Es fühlt sich natürlich an. Selbstverständlich werde ich ihn heute heiraten. Of course! It's very nice. Yeah. Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil am Anfang hattet ihr total unterschiedliche Wohnsituationen, oder? Wo hast du gewohnt? Also ich habe im August vor zwei Jahren hier auf einfach hochgegangen und habe mal geschaut, was es so geht. Und habe dann jedes Mal im Van oder im Auto gelebt. Ja. Und habe eigentlich bis dass ich hier eingezogen bin, im Van gelebt, aber über den Winter rein. Es ist nicht immer so angenehm, aber es geht gut. Er lebte im Bus. Was dachtest du dir, als er sagte, okay, ich komme aus der Schweiz und ich lebe im Bus? Hier oben zählt mehr, was für eine Person du bist und weniger, was du machst oder wie viel Geld du hast oder was für eine Ausbildung. Ich dachte mir nicht viel dabei. Ich fand ihn einfach sehr hübsch. Es war alles sehr einfach. Wir haben beide einen Hund, wir gehen gerne wandern, wir haben gute Gespräche. Nach vier Treffen bin ich eingezogen. Ja, schon nach einer Woche. Und er ist nicht wieder ausgezogen. Seit zwei Jahren leben sie zusammen. Mit den Hunden Kühling und Vilja und den Bewohnerinnen von dem prächtigen Hühnerstall. Selber zimmert, natürlich. Hereinspaziert. Nelly, aufgewachsen im Süden von Norwegen, hat das Häuschen per Zufall im Internet gesehen und sich gerade darin verliebt. Sie arbeitet in Henningswehr als Lehrerin. Ja, da sieht man. Sneak peek. Ja. Dürfen wir dein Hochzeitskleid sehen? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Lorenzo hat mich schon im Kleid gesehen. Der Schleier ist was Besonderes. Die Haarspange habe ich von meiner Großmutter. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Und der Schleier selber ist eigentlich einfach ein altes Tischtuch aus dem Brockenhaus. In the like thrift store. Was ist jetzt das da? Das ist nicht wahr, eine Sonntagstracht. Ja. Die hast du? Ja, sie gehört immer noch meiner Großmutter. Ah. Aber ich kann sie auslehnen. Ja. Ja, eigentlich hat man die ja meistens braucht man die eigentlich auch selber hier auf die Stanz. Ja. Oh, ich habe euch noch ein Geschenk mitgebracht. My present for your wedding. It's something very Swiss, but. Oh, it's Swiss. Yes! It's Swiss cheese. Sprienz. Oh, it's Sprienz, yay! Oh, now you'll be happy. Danke vielmals. Ich habe gerade heute mein letztes Gruyère gegessen. Sicher? Ja. Yeah. Ich habe gehört, Käse sei wichtig, zumindest für ihn. Sehr wichtig. Tell me about it. Ich mag Käse auch. Für Lorenzo aber ist er wichtiger. Es ist was Spezielles mit dem Schweizer Käse. Können wir das schnell zeigen? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Stückchen Käse im Fuß tätowiert. Ja, es könnte auch hier sein, eigentlich. Ja, beim Herzen. Aber hier hat es noch so ein bisschen Doppelbedeutung. Ja? Der norwegische Käse sei leider ziemlich ungenießbar, findet Lorenzo. Und dann kommen schon die beiden Trauzeugen. Ja.
Nalle! Hiya! Und auf Wiedersehen! Det här ska ju tytten vara. Det är ju inte vitt att det är ju här vi ska vara. Nej, nej, men vi måste ta på undersidan. Ja. Das ist so ein wohliger Moment gerade. Meine besten Freundinnen, die mir die Haare machen. Ja, it's just nice. Der Mortar blumst. Ja, that's good. We just wanted like, yeah, is that the middle? Oh, it's perfect, Nelly. Yeah, that's really beautiful. Wow. Posture. Musst du den Hut hier abnehmen? Das ist kein heiliger Ort hier, oder? Nein, das sind keine heiligen Räume hier. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Liebes Brautpaar, liebe Nelly, lieber Lorenzo, ihr seid hierher gekommen, um zu heiraten. Ich möchte euch die Bedeutsamkeit in Erinnerung rufen, wenn zwei Menschen sich dazu entscheiden, miteinander in Ehe zu leben. Durch die Heirat werdet ihr eine Einheit. Dennoch bleibt ihr zwei unabhängige Menschen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Liebe auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen. Liebe bedeutet auch, Respekt für den anderen zu haben. Nelly Maria Bü, möchtest du Lorenzo von Holzen, der an deiner Seite steht, zu deinem Mann nehmen? Ja. Dann frage ich dich, Lorenzo von Holzen, möchtest du Nelly Maria Bü, die an deiner Seite steht, zu deiner Frau nehmen? Ja, er will. Da ihr im Beisein von Zeugen euch versprochen habt, zusammen in der Ehe zu leben, erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Gratuliere. So, das signiere ich. Ja, so ein Papier dabei. Hey, congratulations! Alles, alles Liebe! All the best for you! Ich gratuliere ganz, ganz herzlich! Sollen wir mal gehen? Ja? Was machen wir? Dann mal. Was du? Es ist ein kleines Fest unter Freunden. Gut, das muss ich. Oh ja! Die grosse Hochzeit mit allen Verwandten ist dann im Jahr in der Schweiz. Am nächsten Morgen schlafen Nelly und Lorenzo aus und ich erkunde Henningswehr. Neben dem pittoresken Hafen gibt es noch ein anderes Highlight, nämlich den schönsten Fußballplatz der Welt. Seine Schönheit zeigt sich aber erst aus der Luft so richtig. Da kickt man den Böllen nicht auf die Tribüne, sondern direkt ins Meer.
Jetzt treffen wir eine, die wegen der Arbeit auf Norwegen gekommen ist. Und zwar ganz einfach darum, weil der Job, den sie macht, den gibt es in der Schweiz gar nicht. Irgendwo, weiter aussen im Meer, arbeitet Andrea Eugster nämlich auf einer Ölplattform. Und wenn wir dort drehen wollten, dann hätten wir zuerst einen fünftägigen Sicherheitskurs absolvieren müssen. Darum gibt sie uns in einem Videotagebuch Einblick in ihre Arbeit. Der Arbeitsplatz von Andrea Eugster liegt 120 km weg von der norwegischen Küste. Der Name der Ölplattform Gullfaks B. Hier arbeitet Andrea jetzt zwei Wochen am Stück. Ihr Zimmer hat sie in diesem Block hier. Jetzt geht es in meine Luxussuite. Können wir die mal anschauen? Das ist jetzt unser Wohnquartier. Es sieht überall gleich aus. Der einzige Vorteil meines Jobs ist, dass wir immer das gleiche Kajütchen haben. Oder was habe ich gesagt? Luxussuite. Ein kleines Zimmerchen. Funktioniert tipptopp. Und das Badezimmer. Frisch geputzt und Dusche. Aber jeder hat einen Ausblick aufs Meer. Hey, hey. Hallo. Hey. Halt wel. Hey, hey. Hey. Es ist extrem spannend. Man kann manchmal sagen, es ist ein soziales Experiment, wenn man 14 Tage auf die Bohrinsel fliegt mit dem Durchschnitt der norwegischen Bevölkerung, wo irgendwie einfach 160 Leute so kreuz und quer zusammenkommen. Und ja, man ist auf dieser Insel raus, auf dieser menschengeschaffenen Insel, irgendwo mitten im Meer. Hey. Als Instandhaltungsleiterin ist Andrea die Chefin von einem 12-köpfigen Team aus Mechaniker, Elektriker und Automatiker. Das ist jetzt die Büroecke. Für mich ist alles schon parat gemacht worden. Der Name ist an der Tür. Und das nächste Wichtigste, was wir brauchen, ist der Pager. Das ist wieder 24-7-Dienst. Wenn irgendetwas ist, wird man da Tag und Nacht hin drauf abgerufen. Das Allerwichtigste, was wir haben auf der Plattform, das ist, dass wir sicher arbeiten. Und das machst du nicht im Büro. Und der Gasmesser natürlich ist wichtig. Gas in Kombination mit irgendeiner Zündquelle, und das kann eine Explosion geben. Ist extrem gefährlich. Die 36-Jährige ist nicht nur für ihr eigenes Team verantwortlich, sondern auch für externe Handwerker, die für Auftragsarbeiten auf die Plattform kommen. Hey Inge, was geht denn hier in Tag? Bare vent litt. Ja, klar. Hier werden gerade die Betonsäulen kontrolliert und ausbessert. Das Meer ist an dieser Stelle 142 Meter tief. Gullfaks ist nur eines von rund 70 Ölfeldern, die in der norwegischen Nordsee betrieben werden. Die Produktion von Erdöl und Erdgas ist für Norwegen von enormer Bedeutung und hat das Land reich gemacht. Die Firma Equinor, die vor ein paar Jahren noch Statoil geheissen hat, ist der grösste Arbeitgeber von Norwegen mit knapp 20'000 Mitarbeitenden. Sie gehört zu zwei Drittel im norwegischen Staat. Dank dem Geld aus der Öl- und Gasindustrie ist der norwegische Staatsfonds der grösste der Welt. Gullfaks ist das erste rein norwegisch erschlossene Ölfeld und seit den 80er Jahren in Betrieb. Neben Gullfaks B gibt es noch die beiden Schwesterplattformen Gullfaks A und C. Um ans Öl herzukommen, wird bis zu 3000 Meter weit gebohrt. In die Tiefe und quer durch den Boden. Die meisten, das ist vielleicht auch wieder so Hollywood-bedingt, glauben, dass da irgendwie, du bist auf so einer Plattform raus und das Erdöl spritzt auf und das sieht so richtig actionmäßig aus. Wir sehen
Ich glaube, von den 160 Leuten, die zu jeder Zeit an Bord sein können, sind die wenigsten. Ich glaube, eigentlich sieht nur der Laborant zwischendurch einmal Erdöl. Andrea Eugster hat Geografie studiert, mit Schwerpunkt Meteorologie. Für ihr Masterstudium ist sie 2009 auf Norwegen gezogen. Nach ihrem Abschluss ist sie über das Thema Windkraft zu Equinor gekommen. Knapp 10 Jahre später hat sie innerhalb des Unternehmens zu den fossilen Energien gewechselt. Ich sage es mal so, der Idealist Andrea hat im 2012, als ich angefangen habe bei Equinor, immer gesagt, ich würde nie mit Erdöl arbeiten. Und, aber man sieht dann schon, ich meine, das Erdöl ist ein also für die moderne Gesellschaft, Erdöl und Erdgas, wir haben alles darauf aufgebaut. Wenn es so einfach wäre, um das einfach zu ersetzen, dann glaube ich, hätten wir das schon längstens gemacht. Und die ganze Reaktion, wenn man jetzt auch sagt, man arbeitet auf einer Erdölplattform, ist, die Leute sind positiver dazu eingestellt, auch in dem Sinn, also wenn man jetzt in der ganzen Situation mit dem Ukraine-Krieg und Gassupply von Russland, also das anschaut, dann ist jetzt plötzlich, hat sich der Wind ein bisschen gedreht, weil doch Norwegen halt ein extrem wichtiges Standbein ist für Europa, dass die sichere Lieferung dann auch da ist. Zum Morgen, Mittag, zum Abend, zum Nacht. Das Essen müssen wir haben. Jetzt gibt es Samstagabend, zum Nacht. Gehen wir essen. Kann ich von so einem Jemmo? Nein. Er kann in Norge. Okay, was machst du eigentlich zwischen den Mahlzeiten? Ich habe gerade 5 Pullover gestrickt. Das Freizeitangebot auf der Bohrinsel ist vielfältig. I24, U68, Bingo! Vær så god. Jeg skal starte med et par kolleger på Marisme. Schmuckwerkstatt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kalle und wir haben viel Spaß in Gullfaks. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Ja, sind bei der Mitte der Tour. Und wieder kurz vor der 6. Zeit zum Aufstehen. Man merkt langsam, es ist. Es sind viel zu viele Nächte mit viel zu wenig Schlaf. 4 bis 5 Stunden auf Tour ist ein bisschen wenig, auch für mich. Aber was soll's? Heute ist es ein bisschen wilder nach unten. Einmal für einen Sommertag. Jetzt noch einmal rausschauen. Um die 5 Meter Wellenhöhe, signifikant im Moment. Dann sieht man schon, dass es da unten ziemlich tobt. Aber das ist natürlich verglichen zum Winter ist das bei weitem noch nichts. Dann kann sich das da unter der Plattform manchmal so richtig aufbauen. Und dann schlägt es auch richtig mal unten rein. Das kann dann auch schon sein, dass man das Gitter mit draufstehen. Je nachdem, wenn es nicht mehr genug gut angemacht ist und so ein richtiger Brecher kommt, dann kann es halt schon mal so etwas rausschlagen. Dann ist das halt eine Vorsichtsmaßnahme, dass man da unten zu macht. Rettungsboot. Wir haben total 4. Wenn der Alarm geht, dann treffen sich alle da. Und man geht in das Rettungsboot eigentlich. Es ist nicht so gemütlich in diesem Boot. Man sitzt wie Sardinen in einer Sardinenbüchse. Und es ist auch, wenn man runterschaut, 30 Meter freier Fall. Es gibt so verschiedene Risiko Szenario eigentlich, wo wir dann auch immer wieder üben, okay, was jetzt, wenn ein Helikopter wieder anfliegen hat Problem und hat eine harte Landung oder Explosionen, wie hantierst du das? Du hast andere Sachen wie ein grosses Schiff, das man fährt, das plötzlich da tripliert und auf die Plattform zu driftet. Die ganze Plattformleitung ist ein Teil vom
Bereitschaftsteam oder Emergency Response Team, wo dann, wenn irgendetwas ist, würden wir in Zentrale, also in die Bereitschaftszentrale gehen und von dort aus wird dann das alles hantiert. Und das wird regelmäßig drillt, dass falls etwas passiert, dass alle wissen, wenn etwas passiert, weiß niemand, wie man eigentlich reagiert. Aber je mehr man trainiert hat, je besser kann man reagieren in so einer Situation. Mit dem Einsteigen ist die Übung abgeschlossen. Nur für Testzwecke wird das Boot nicht ins Wasser gelassen. Arbeitsfreie Tage gibt es auf der Ölplattform keine. Am Sonntag haben wir einen Sonntagsputz auf der Plattform. Warte, haben noch ein Zielschädel. Da sind alle dabei. Alle haben ihre verschiedenen Module, die putzen. Und jetzt im Nachhinein gibt es Waffeln für alle zusammen. Die Würst mit der Zeit auch. Sättige Gemeinschaftsaktionen tun der Stimmung auf der Plattform gut und sind eine mehr als willkommene Abwechslung. Nach zwei Wochen arbeiten am Stück mit wenig Schlaf. Ja, und der Insel Koller, den kann man auch bekommen. Das ist, wie gesagt, man ist nicht auf dieser Plattform, man ist die ganze Zeit in einem Höhe. Auch wenn man dann mit der Zeit, vor allem gegen Ende Schichten, so richtig müde wird. Und dann kommt vielleicht einer noch mit irgendeinem dummen Kommentar wegen irgendetwas oder so. Dann kann man manchmal schon sagen, mein Gott, jetzt, ja, nein, jetzt ist jemand noch die Zeit, um wieder heimzugehen. Der Heime von der Andrea ist ein Helikopter plus ein Flugzeugstunde von der Plattform entfernt. In Reuken, südlich von Oslo. Hier wohnt Andrea zusammen mit ihrem Freund, dem Österreicher Günther Gregg. Wir trainieren nach Plan. Wenn es sich arbeitstechnisch einrichten lässt, dann versuchen wir es zusammen zu machen. Ja. Vor 4 Jahren hat es zwischen den beiden gefunkt, am Ironman in Südafrika. Der Triathlonsport hat einen sehr wichtigen Platz in ihrer Beziehung. Es ist ja recht zeitintensiv. Es gehen dann gleich ziemlich viele Stunden aufs Training drauf. Wir trainieren eigentlich jeden Tag und oft 2-mal pro Tag. Und wenn das nur einer machen und der andere irgendwie daheim auf dem Sofa sitzen, das würde gar nicht gehen. Das würde nicht funktionieren. Nein. Und so ist es halt viel Zeit, die man gemeinsam verbringen kann. Im Rad, im Schwimmbad, beim Laufen. Ja, einfach schön. In einer 4-plattformfreien Woche macht Andrea nicht einfach nichts. Sie arbeitet im Homeoffice und studiert Management Leadership im Fernstudium. Sie und der Günther hatten lange eine Fernbeziehung gehabt. An den letzten Weihnachten ist der Günther dann auf Norwegen gezügelt. Für das hat er manches aufgeben. Die Sicherheit, die ich hatte in Österreich mit dem Job und allem, das jetzt da dann. Doch, wir waren 2 Jahre zusammen, die Andrea und ich. Aber es war doch dann, aber im Endeffekt ging dann die Entscheidung doch relativ einfach. Wenn das Gefühl stimmt, muss man Job bekommt man wieder. Ich hatte das Gefühl, wenn ich es nicht probiere, könnte ich es bereuen im Hintnach.
Und so habe ich nichts zu bereuen. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Das sieht ja lustig aus. Okay? Ja. Nach der Auswanderung ist der Günther sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Andrea gefragt, ob sie ihn heiraten will. Das Resultat? Ein klares Ja. Und ein Kurs für einen Hochzeitstanz. So, vier, ganz fest. Drei, vier. Und eins, zwei, drei. Was ist gut, dass dein Papa da nur ist da. Von so einer Prinzessin Hochzeit oder so habe ich nie davon geträumt. Aber ich weiß nicht, was der Günther gefragt hat. Ist eigentlich einfach gewesen, die Antwort zu geben. Das ist mir natürlich gefallen irgendwie. Wir sind gewesen wandern. Ja, 5 Tage in Jotunheimen. Und dann sind wir auf dem Gipfel oben gewesen und dann hat er gefragt. Links. Rechts, andere Welle. Ja, links für dich. Quitt, slow. Sitte da, verschieben noch, rolle. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2
Auf dem Weg nehmen wir den Mats mit, einen der vier Initianten der Trevare-Fabriken. Die Bottiche haben es früher noch gebraucht, um Lebertran zu machen. Well, this is a very nice room. Nachdem sie den Fisch gefangen hatten, versuchten sie, so viel wie möglich davon zu verwenden, auch die Leber. Sie kochten sie in diesen Bottichen aus. Man sagt, dass man jeden Monat, in welchem ein R vorkommt, Leber dran nehmen soll, um gesund zu bleiben. Ja. Und was hast du jetzt alles gemacht? Kannst du schnell ein bisschen zeigen? Ja, hier eigentlich alle Möbel. Also Tisch und Bank und die runden Tisch dort. Wow, das ist wirklich mega cool. Do you remember, erinnerst du dich daran, wie Lorenzo hier auftauchte? Ja. Ja, ich sah ein Auto kommen und ein Hund sprang heraus. Wer ist denn das? Dann fragte Lorenzo, ob wir Arbeit für einen Schreiner hätten. Und wir sagten, ja, tatsächlich, wir haben einen Job für dich. Er kam zum richtigen Zeitpunkt. Der Lorenzo hat mit seinem Handwerk überzeugt. Oh, das ist endlich mal eine Lösung für, wenn es draußen immer hell ist. Ja. Gell? Er hat auch die Hotelzimmer ausgestattet. Am Anfang hat er alles mit Handwerkzeug müssen machen. Heute hat er eine eigene Schreinerei und bildet sogar einen Lehrling aus. Schweizer Handwerk ist gefragt hier oben. In einem Punkt könnten die Norweger aber, wenn es nach dem Lorenzo giechte, gut noch ein bisschen Nachhilfe aus der Schweiz brauchen. Eben beim Käse. Ah, das ist der. Meine Gastgeberin Nelly zeigt mir auf dem Wochenmarkt, was die Norweger darunter verstehen. Sie sagen dem Brünost. Braunkäse. Oh, yes, thank you. Ich kann das so schnell. Ja, also ja. Es sieht schon speziell aus. Nein, nein, ja, noch, ja, es macht grünes Fett. Kann ich verschöpfen, es wählen? Es sieht so wie Gummi aus, gell? Hey, es klebt mega. Wow. Ich muss jetzt auch sagen, es schmeckt gut. Mmh, so fein. Es ist schwierig zu essen. Es ist wie wenn man so in Kautschuk reinbeisst. Es gibt die sieben Todsünden und Brünost. Es ist nicht eine davon, es ist die acht. Es ist die acht. Ja, ja. Das ist eigentlich, dass man es Käse betitelt. Ja. Ja, also. Aber. Ich glaube, ich kann jetzt eher vom Brünost auch nicht retten. Muss ich jetzt wirklich leider sagen. Also, für jemanden, der einen Käse auf dem Fuß tätowiert hat. Der Lorenzo und Nelly haben sich einen traumhaften Ort ausgesucht zum Leben. Wir haben Hennings Wehr aber auch gerade von seiner schönsten Seite erlebt, sagen sie mir. Es könne hier oben sehr rauch und stürmisch sein. Für den Moment, für die nächsten paar Jahre, denke ich, ist schon hier der Ort, wo wir jetzt sein werden. Ja. Aber Nelly hat eigentlich Lust, ein bisschen die Schweiz kennenzulernen. Mhm. Ah, yeah, really? Also, du denkst daran, vielleicht auch mal in der Schweiz zu leben? I would love that. Oh, ich würde sehr gern ein, zwei Jahre in der Schweiz leben, um die Sprache zu lernen. Wenigstens so viel, dass ich besser mit Lorenzos Mutter reden könnte. Das wäre großartig. Und ich liebe die Schweiz. So schön, gutes Essen, nette Leute. Alles ist so hübsch und das Gras ist perfekt geschnitten. I love it. What about your own family? Und eine eigene Familie? Habt ihr Pläne oder Wünsche? Oh, wishes? Ja. Also, wir möchten Kinder und Familie. Es wäre schön, sein eigenes kleines Rudel zu haben. Family. To have, it seems very nice to have your own little pack of people. Was die frisch Vermählten hier noch nicht wissen, nur ein paar Wochen später ist Nelly schwanger. Nächstes Jahr sind sie das Dritte. Eigentlich wollte er die Schweiz nur für 3 Monate verlassen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so.
Ich kenne da noch so eine Geschichte. Der, den wir jetzt treffen, der ist nämlich auch einfach weg aus der Schweiz, weil er gesagt hat, hey, ich will so meinen Jugendtraum umsetzen, ich will nämlich unbedingt Lastwagen fahren. Und um richtig weite Strecken zu fahren, hat er gedacht, also, ich gehe auf Finnland. Mittlerweile ist er nicht mehr Lastwagenfahrer, sondern er ist, ich glaube, eigentlich Lorenzo, so etwas wie dein persönlicher Held müsste er sein, weil er macht Käse. Und zwar so richtiger Schweizer Käse für Skandinavien. Er ist x-fach ausgezeichnet so als bester Käser. Und er heisst Peter Döring, kommt zum Thurgau und wir sind ihn im Frühling besuchen. Ein gut gefüllter Käsekeller mitten in Finnland. Der ganze Stolz vom 53-jährigen Peter Döring. Mm. Gut, sau gut. Die Finnen haben mir alle gesagt, mach keinen zu rezenten Käse, weil die Finnen essen da nicht. Die sind sich da nicht gewöhnt. Und dann habe ich gedacht, aber einen mache ich und wenn er dann halt nicht gegessen wird, dann essen halt alles selber. Der Peter hat seinen Käse nicht selber müssen essen. Im Gegenteil, gerade der rezente Käse ist bei den Finnen bestens angekommen und hat ihm Tür und Tor aufgetan. Der Peter hat das Käse im Blut. Gebürtigen Appenzeller, aufgewachsen im Thurgau, hat er das Handwerk von seinem Vater gelernt. Wir hatten eine Käserei. Vater hatte eine Appenzeller-Käserei. Und da mussten wir halt schon als kleine Kind mithelfen. Und nachher war auch klar, dass ich die Lehre als Käser mache. Obwohl, eigentlich wollte ich ja direkt nach der Schule Lastwägeln. Da hat aber der Vater gesagt, das ist kein Beruf. Zuerst lernst du einen richtigen Beruf. Lastwägeln kannst du dann immer noch. Und so habe ich dann halt eben auch Käser gelernt. Und bin dann erst nachher Lastwägeln. Heute arbeitet Peter wieder in seinem Lehrberuf. Und seine Firma ist eine Erfolgsgeschichte. Für 4 Millionen Euro hat er eine Käserei gebaut. Mit Restaurant und Shop. Pro Jahr verarbeitet Peter 600'000 Liter Milch zu Käse. Es ist ein Familienunternehmen, das Peter zusammen mit seiner Frau Jenny führt. Moin. Moin. Jenny hat für die Käserei ihren Beruf als Ingenieurin für Traktormotoren aufgegeben. Die beiden haben 4 Kinder, alles Mädchen. Die älteste Tochter Ida hilft auch mit im Betrieb. Ich bin eigentlich noch viel hier am Arbeiten. Hier in der Küche und am Servieren. Und ja, sonst mache ich hier Instagram und so Zeug für Käse. Eigentlich ist mein Traum, um das hier irgendwann dann übernehmen und hier weitermachen, so wie es Papa jetzt gemacht hat. Wo der Peter im Alter von der Ida war, hatte er ganz andere Träume gehabt, als den Betrieb vom Vater zu übernehmen. Der Peter war schon immer ein Abenteurer, der aus seinem kleinen Dorf in die grosse Welt raus wollte. Die Lastwagenfahrer waren seine Helden. Der Norden hat mir immer sehr gut gefallen, die nordischen Länder. Ich bin fast 6 Jahre lang bin ich zwischen der Schweiz, Schweden und Norwegen gefahren mit dem Lastwagen. Und dann habe ich mal 1994 in der Schweiz gelesen. Die Schweizer Routierheftli, dass halt eben die Finnen mit den Lastwagen bis Zentralasien fahren. Und mein Freund in der Schweiz, mein Kollege, war ein Finn. Da habe ich ein paar gesagt, du, schau mal da die Finnen, die glatten Siechen. Die fahren hier auf Zentralasien. Und dann hat er gesagt, ja, willst du mitfahren? Und da war dann halt eine Möglichkeit gewesen, jetzt gehe ich halt auf Finnland, fahre nach Zentralasien, Strecken
über 10'000, 15'000 Kilometer. Ja, da ist noch kein anderer Schweizer gsi. Da ist schon, ist halt eben noch ein Pionierleben gsi. Die Zeiten sind vorbei. Ein klein scheint Peter seine wilden Jahre auf der Überlandstrasse nachzutrauern. Heute sitzt Peter als fürsorglicher Vater hinter das Steuer, um seine vier Töchter irgendwo abzuholen oder hinzubringen. Der Peter ist sesshaft geworden in Sastamala, Finnland. Er wohnt mitten im Wald. In einem Haus, das seine Frau Jenny entworfen hat und wo doch stark an ein Schweizer Chalet erinnert. Daheim ist der Peter ein bisschen der Gückel im Korb, mit fünf Frauen und Mädchen um sich herum. Käse raus, nicht zum warm werden lassen. Ist immer wichtig. Seine vier Töchter heissen Ida, Ella, Linda und Fanny. Guten. Zum Peters im Besitz gehört auch ein kleiner Weiler mit alten Holzhäusern drauf. Ist schon schön hier. He? Salotalo heisst der Ort. Übersetzt Haus im tiefen Wald. Noch ein bisschen Würst auf den Ofen tun, dass wir etwas zu essen haben. Ganz der Finn gehört für den Peter nach 26 Jahren im Land die Sauna auch im Sommer dazu. Ja. Mega warm. Schön, tut gut. He? Wir sagen, zu finden in der Sauna die Leute, die entweder nackt oder in der Badhose sind, sind alle einander gleichgestellt, weil keiner mehr eine Uniform hat. Also, darum tut man auch wichtige Entscheidungen, fällt man in der Sauna. Ja, da nach der Sauna direkt die Seegumpe. Das finnische Glück von Peter Döring. Aber im Peter sein Leben wäre ganz anders verlaufen, wäre da nicht der Schicksalsschlag passiert. Vor 20 Jahren auf einer Lastwagentour. Als ich beim Peter ankomme, zeigt er mir als erstes voller Stolz sein kleines Paradies, Salotalo. Und wann hast du den angefunden? 1999. Im Herbst habe ich das erste Mal gehört, dass der zu verkaufen ist. Im Auto sind wir hier angefahren und herumgeschaut. Und alles grau und alles überwachsen. Und dann schaue ich das Haus hier oben an, das alte. Ja. Denke ich, Potz, da ist es. Ist aus dem Jahr 1808. Ist wie ein Alphütte, oder? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl ich nie Freude hatte an altem. Aber irgendwie das Haus, da hat es mir angetan. Ja. Da ist die Küche. Bitte schön. Ich fühle mich ein bisschen wie im finnischen Ballenberg. Ja, da ist auch typisch finnisch, das Brot hier oben. Ein Peter bedeutet die heimelige Hütte viel, das merke ich. Vielleicht gerade darum, weil sie so ein starker Kontrast ist zu seinem Lastwagenleben von früher, wo er immer auf Achse war. Aber was ist eigentlich der Grund, dass du dann in Finnland geblieben bist, ist auch ein bisschen tragischer. Oder? Du bist eigentlich mit einem Freund Lastwagen gefahren. Und dann ist der verschwunden. Ja, der ist 97 im Oktober verschwunden, der Reto. Ist schon quasi verschollen. Verschollen gsi in Kasachstan. Und dann, wir haben nicht gewusst, was mit ihm passiert ist. Keine Ahnung. Der Lastwagen? Der Lastwagen nicht mehr genommen, er nicht mehr genommen. Ja. Und das ist dann halt über Wochen, Monate lang und schlussendlich
Bis wir ihn können Hai auf Maienfeld bringen, sind halt Jahre vergangen. Ja. Die Geschichte von Peter, seinem Kollegen Reto, ist vor 20 Jahren in einem Dokumentarfilm aufgerollt worden. Der Peter macht sich in dem Film nochmal auf die Spuren von seinem verschwundenen Freund. Die beiden haben die ganz grossen Touren gemacht, von Finnland aus in Wilde Osten, durch karges und dünn besiedeltes Gebiet. Kein Pannendienst. Dafür aber auch kein Chef, der einen mit dem Handy überwacht. Jedes Mal, wenn wir von irgendwo heimgekommen sind und an ein neues Ort gegangen sind oder so, haben wir auf dieser Weltkarte eingezeichnet, wo wir durchgefahren sind. Habe ich den Reto das letzte Mal gesehen. Und seine Fahrt ist so durch den Hai zugegangen und meine Fahrt ist weitergegangen nach Aschgabat bis zur Entladung. Und da auf dem Kaukasusgebirge oben bin ich, wo ich erfahren habe, dass der Reto verschwunden ist. Der Reto und seine LKW sind wie vom Erdboden verschluckt. Nach 2 Monaten findet man den Lastwagen. Abgebrannt, aber ohne Anhänger. Gesucht wird Herr Reto Bandli, verschollen seit dem 24. Oktober 1997. Hier sind wir auf dem Tierparking in Balkasch, wo der Reto das letzte Mal lebend gesehen worden ist. Ein Jahr nach dem Verschwinden vom Reto tauchte auch der Anhänger auf. Die Spur führt zu 2 Russen, die sich gegenseitig beschuldigen, dass sie den Reto Bandli umgebracht haben. Ein Raubmord, um den Anhänger zu klauen und zu verkaufen. Vieles bleibt unklar. Einer der beiden Verhafteten zeigt der Polizei schlussendlich, wo im Reto sein Körper begraben liegt. Вот подошли сюда. Eine DNA-Probe beseitigt die letzten Zweifel. Nach 4 Jahren Ungewissheit. Ja. Zurück bleiben Erinnerungen an Reto und Fotos von der gemeinsamen Reise. Das war auch der Bandli. Ja, sicher, ja. Der mit dem Roten. Ja. Der Rote war Sinn. Weißt du, du bist schon mit ihm hier raufgekommen, oder? Das ist eigentlich euer gemeinsamer Traum. Ja. Ja. Also, ja. Hast du dich verantwortlich gefühlt, oder? Dass du hier oben geblieben bist und ihn auch gesucht hast und so? Ja, auf jeden Fall. Weil ich war zuerst hier im 1995 und habe dann Bandli erzählt, nachdem ich hier war, in der Sommerferie. Und dann war er Feuer und Flamme. Da will er auch, da will er auch und da will er auch erleben. Ja, und ein hoher Vogel. Dann hat die Bündner gesagt, das ist schon ein hoher Vogel, der Reto. Ja, er war ein erdensguter Mensch, aber er hat halt gelebt. Mhm. Und da im 96, im Frühling, wo wir uns entschieden haben, zum gehen, sind wir zu Muttenz im Böpp. Dann haben wir dann dort ein paar Bier genommen den ganzen Abend und dann nachher sind wir dann auf den Parkplatz gelaufen, wo die Lastwagen parkiert waren, um zu schlafen und dann zum Laufen. Und zumal Reto angehalten, Zigaretten angezündet und dann hebt er mich so und sagt, du, Gottverdeli, hast du einmal überlegt, dass du meinen Eltern erzählst, wenn ich nicht mehr heimkomme? Mhm. Dann sage ich, geht's in Ordnung. Jetzt hast du zu viel getrunken, oder? Geht's in Ordnung? Wow. Und dann ist der Moment wirklich gekommen, wo wir da haben müssen überlegen, was erzähle ich oder was sage ich jetzt seinen Eltern. Und ja. Ja. Es ist echt schon noch heftig, oder? Also, wenn das nicht passiert wäre, sein Schicksal, dann wärst du nicht so lange auch da geblieben, hättest deine Frau nicht kennengelernt, ihr hättet die 4 Töchter nicht, du hättest ja, dein Glück eigentlich auch nicht gefunden. Ja, ja. Oder? Überleist du das manchmal? Ja, sicher haben wir da auch einmal überlegt, ob da halt einfach
Ja, man sagt ja, an dem Tag, wo du auf die Welt kommst, wird auch der letzte Tag gesetzt. Und alles, was dazwischen drin ist im Leben. Ein Stück weit kannst du selber Einfluss nehmen drauf und ein Stück weit ist halt eben das Glück oder das Schicksal. Mhm. Und beim Reto war es jetzt mehr Schicksal, wo sich bei mir ins Glück verwandelt hat. Und, ja, und er wird, weil in meiner ganzen Geschichte, also wird er einen grossen Teil haben. Mhm. Ja. Also wenn du jung bist, jung, frei und wild, da gibt doch nichts Schöneres. Bin ich immer noch. Ja, ja, das würde ich sofort wieder machen. Aber nach dem Verlust des Reto war es nicht mehr das Gleiche. Und Peter hat aufgehört, Lastwägeln. Er hat angefangen zu käsen, wie schon sein Vater. Rüber. Und er ist selber Vater geworden, von 4 Töchtern. Da wäre mir im Traum nie in den Sinn gekommen, dass ich mit, irgendwann einmal mit 5 Frauen unter dem Dach wohne. Und, der Hund ist noch ein Weibli, die Schöfe sind noch Weibli. Ja, eigentlich sehr feministisch um mich herum. Willkommen. Danke vielmals. Hi, moi. Moin. Hey. Hallo. Hallo. Jenny, Mona. I'm Mona. Jenny. Nice to meet you. Yes. Hey. Hello. Willkommen in Finnland. Danke vielmals. Ja. Ich deine Töchter noch Hoi sagen? Ja, hoi. Ida, gell? Hoi, Mona. Ich habe dich ja gesehen, eben in diesem Beitrag. Ja. Und ich habe gedacht, das ist krass, wie gut du Schweizerdeutsch redest. Ja. Woher redest du so gut Schweizerdeutsch? Ja, Cousins und Opa und alle sind halt in der Schweiz. Und ja, seit klein wollte ich es auch immer lernen. Weil ich habe einfach immer gedacht, ich möchte mit meiner Familie hier in Finnland irgendeine Sprache haben, dass wir reden können und niemand versteht, was wir sagen. Zum Beispiel in der Schule mit Schwestern können wir einfach reden und niemand versteht, was wir sagen. Und ja. Ah, sicher, dann redet ihr einmal. Schweizerdeutsch Geheimsprache. Und alle denken so. Okay. Du redest auch ein bisschen Schweizerdeutsch? Bitzeli. Ja, ja. Super. Die Eltern von Ida und Fanny haben sich auf dem Markt kennengelernt. Der Peter war sofort Feuer und Flamme. Die Jenny aber hatte einen Freund. Dort, wo ihr euch kennengelernt habt, habe ich gehört, du hättest durchaus eine Konkurrenz gehabt, gell? Jenny. Es hat schon. Jetzt kommt es aus. Also, ich habe gehört sagen, du hättest nicht auf den Schweizer gewartet, es hätte auch noch ein paar andere gegeben, oder mindestens einen. Und dann, weißt, was hat er denn gehabt, dass du gefunden hast? Jetzt bin ich auch gespannt, was kommt. No, sanotaan nyt niin, että mä olen ollut niin nuori. Mä olin tosi nuori, kun mä olen alkanut seurustelemaan ja menin. Siis sehr jung, wo sie mit dem Joo. Freund angefangen hat. Sitten mä ehkä aloin ajattelemaan, että maailmassa voisi olla jotain muutakin. Ja kerran mä olin tankkaamassa Nesteellä ja mä ajattelin, että kun tuohon nyt ajaisi joku mies moottoripyörällä, niin mä hyppäisin sen kyytiin. Ja sit siitä meni varmaan se kuukausi, kun sitten me tavattiin. Ja sulla oli moottoripyörä silloin. Siis että en immer denkt, bist schon so jung zusammen gewesen. Vielleicht muss ich im Leben gleich einmal noch etwas anderes machen. Ob da jetzt das richtig ist. Und dann ist sie an der Tankstelle im Dorf ist sie mal am Tanken gewesen. Und hat gedacht, wenn jetzt hier einer würde anfahren mit dem TÜV, würde sie gerade hinten nachgumpen und mit dem weg. Und einen Monat später bin ich dann gekommen, mit dem TÜV gekommen. Und das war mein Vorteil, der TÜV wahrscheinlich. Nein. Wenn ich keinen TÜV hatte. Ja, ohne TÜV wäre vielleicht auch nicht geworden. Gell? Ja, dann wären ihr nicht da. Ohne TÜV, du. Sind wir alle dankbar. Sie hat, das Mädchen hat auch immer geträumt vom Lastwägeln. Aha. Vom Beruf, vom Lastwägeln. Hat immer gedacht, auch, das wäre auch etwas für sie. Aber Käse hat sie im Fall nicht gern gehabt. Nein! Ah, wirklich? Ja. Sicher? Du hast nicht gerne Käse gehabt?
Und jetzt haben wir ein Käse-Imperium aufgebaut. Ja, jetzt hat sie mir üben. Zum Käse essen. Nein, das ist ja unglaublich. Ein weiteres skandinavisches Sprichwort sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur zu kleine Flamingos. Hi, Guga. Ich bin Teil eines speziellen Ritual zum Badesaison eröffnen. Mit einem alten Schiltertraktor aus Nidwalden wird der riesige Flamingo zum See gebracht. Ich kann ihn gar nicht. Komm nicht mehr rauf. Jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen runter. Ja. Auf welche da auf die Seite? Die Sepp, ja, weil er dort keinen Flügel hat. Ja. Wir müssen noch ein bisschen mehr aufstellen. Und jetzt kommt dann der Kopf. Ja. Es geht! Oh nein! Saira! Bravo! Von all den Ländern, wo ich jetzt war, Finnland, Schweden und Norwegen, die Finnen, das sind so die speziellsten, dünkt's mich. Ja. Die kurligsten, aber auf eine ganz gute Art. Ja. Was hast du das Gefühl? Ja, ich denke schon, sie sind sehr natürlich. Ja, und eben schon noch etwas kurlig. Ja. Das ist ein gutes Wort, ja. Auch bereit für ein Seich immer. Schon, hä? Ja. Du bist doch ein guter Finn. Ja. Ja, das ist schon möglich, ja. Ja. Darum bin ich vielleicht hier, gell? Ja. Das Klischee, dass man bei Finn eigentlich für jedes Wort, das man haben will, muss eigentlich einen Fünfliber reinlassen. Stimmt das? Ja. Jenny sagt immer, wenn meine Verwandtschaft da ist oder wenn wir in der Schweiz sind, miteinander ein Essen machen, dann schwätzen alle und hören niemand zu. Es sind alle am Schwätzen, aber hören tut keiner. In Finnland hören alle und schwätzt keiner. Suomalaiset voi olla puhumattakin, jos ei niillä ole asiaa. Ja, sie sagt, der Finn kann einfach, wenn er nichts sagen hat, dann kann er auch einfach ruhig sein. Da geht auch unsere Adresse. Ja. Helppoa, kun heinän teko. Heippa. Heippa. Im Haus der Dörix hängt ein Spruch. Das Glück kommt nicht, wenn man es sucht, sondern wenn man es lebt. Die Finnen scheinen besonders gut zu sein, indem zum fünften Mal hintereinander sind sie zum glücklichsten Volk der Welt erkoren worden. Auf grosser Tour durch den hohen Norden. Ich bin reich beschenkt mit einem ganzen Blumenstrauß an Eindrücken und Geschichten. Ich kann die Faszination für die Landschaft hier oben im hohen Norden komplett nachvollziehen. Aber ich glaube, noch mehr beeindruckt haben mich persönlich Begegnungen mit diesen Menschen, die hier oben für sie das richtige Leben gefunden haben. Aber ein Treffen, eine solche Begegnung steht noch aus. Und auf die freue ich mich ganz speziell. Ihr erinnert euch an die Hochzeitseinladung von Andrea und Günther. Wir haben Andrea schon im gelben Übergewändli auf der Ölplattform gesehen und im Sporttenue auf dem Rennvelo. Jetzt erleben wir sie bald auch noch im Hochzeitskleid. Mein Weg führt mich zurück auf Norwegen, eine Autostunde von Oslo weg. Die Heirat findet unter freiem Himmel statt, mit Aussicht auf einen Fjord. Von dir? Ja, danke. Wir holen ihn mit. Drei Füße bei der Coiffeuse hat man Andrea und ihre Schwester ausrichten lassen. Hallo miteinander. Hallo. Hallo. Sind schon mitten drinnen? Hoi, Andrea. Hoi, Mona. Hoi. Schon schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Hi, Mona. Nice to meet you. Sabrina. Hoi, Mona. Ciao. Hey, wie geht's? Ein nervös. Wie viel ist klein? Das ist noch schwierig zu sagen. Nein, im Moment geht es.
Weißt du, es gibt ja wirklich Frauen, die bereiten sich irgendwie etwa ein Jahr vor. Weißt du, mit Kleider aussuchen, ja, und auch für Haare und alles. Was hast du jetzt für eine Vorbereitung alles gemacht? Wann war das? Ende Januar sind wir mal schauen. Und dann sind wir ins erste Brautkleidgeschäft reingekommen und sie sagten, oh ja, da sind wir schon spät dran, weil es hat mega lange Lieferungszeiten. Ui, nein, ehrlich? Ja, und dann bist du in diesen Brautkleidgeschäften und dann sagen alle, du musst einfach probieren, bis du das Gefühl hast, das ist das Kleid, das du willst. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, bei mir ist das Gefühl jemals aufgekommen. Wir hatten noch so zwei, die waren recht unterschiedlich. Ja. Eins war schon fast mehr ein bisschen mit so Spitzen- und Prinzessinnen-mässig. Das hat mir zwar recht gut gefallen. Und da haben wir dann gleich fürs Einfache entschieden. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie das denn heute aussieht. Meinst du, Günther erkennt mich noch? Nein. Nein. Der Bräutigam Günther Gregg muss sich um seine Frisur nicht gross kümmern. Ja, ich merke gerade jetzt, fängt die Anspannung etwas an. Ich muss die Unterschrift üben. Mit einem neuen Namen. Ich muss mich mega konzentrieren. Und jetzt musst du noch den rund um mich herum binden. Bist du so gut? Willst du es eng oder nicht? Das ist gut. Das passt schon mal. Aber es sieht schön aus, wenn du den hast. Doch, das geht schon. Beim Malzen ganz, beim Tango bin ich mir nicht so sicher. Schön, was meinst du? Lieber. Ja. Das ist ganz eine andere Frau im Spiegel, als ich normalerweise im Spiegel sehe. Das bist auch du. Ja. Ja. Wow. Nimmst du mich so mit? Sicher. Kjære Andrea og Günther, gratulerer med dagen. Respekter hverandre for den man er. Darum frage ich Sie, Andrea, Nina, Oyster. Sind Sie wild, Günther Gregg, in einer Ehe auf der Grundlage von Zusammensein und Respekt zu leben? Ja. Günther Gregg, sind Sie gewillt, Andrea, Oyster, Zusammensein und gegenseitigen Respekt zu leben? Ja. Tauschen Sie bitte die Ringe aus. Gratuliere euch ganz herzlich, ja, Andrea. Danke. Alles, alles Gute. Danke vielmals. Alles Gute. Und schön, bist du gekommen. Das kommen, bist du. Ja. Es ist das geklappt? Ja. Irrsinnig schön gewesen. Ja, du. Und jetzt? Jetzt wird gefeiert. Hey, und nachher gehen die, also weißt, gibt's Flitterwochen oder was? Meine sind auf Gülfax B. Ich kann mal arbeiten. Zwei Wochen. Jetzt geht? Ja, jetzt am Dienstag muss ich wieder gehen. Also deine Flitterwochen sind auf der Ölplattform? Sozusagen, ja. Und was der Günther dann macht, weiss ich auch nicht. Aber nein, wir gehen dann nachher, wenn ich wieder heimkomme. Ja. Ja, gehen wir zwei Wochen auf Griechenland. Ganz uns getreu haben wir Schwimmferien gebucht, dass wir schwimmen dann einfach 5 km pro Tag im griechischen Meer umeinander. Ja. Ja, das ist eure Art von Romantik, vielleicht. Ja. Ja.
gell? Auf eine Art, ja. Ja. Thank you. Beim Apero sehe ich noch jemanden, der mir bekannt vorkommt. Mein Arbeitskollege Christoph Sigrist von SRF Meteo. Oh, merci. Zum Wohl. Zum Wohl, oder? Also ist eigentlich der Grund, dass du Andrea kennt oder deine Frau? Meine Frau, die hat zusammen studiert, ist ihre Freundin. Ja, ja. Und so bist du da raufgekommen. Genau. Aber eben, dass du weißt, irgendwie auf Skandinavien kommst, das ist nicht so selten. Und du bist glaube ich, beim SRF einer der grössten Fans, oder? Vielleicht, ja. Es ist zwar die falsche Jahreszeit jetzt, ich gehe im Winter. Ja, es ist das Nordlicht, das mich gepackt hat, aber auch ganz verschiedene Sachen. Die Landschaft. Du hast Weiten, die du bei uns nicht hast. Die Lofoten mit diesen steilen Wänden, die aus dem Meer rauskommen. Ja. Und für mich natürlich das Wetter, das fantastisch ist. Das wechselt, ist dramatisch, dann ist es wieder schön, dann wieder zu. Also, es geht schnell da oben. Also Wetterbericht verkünden hier oben, das wäre auch noch etwas für dich? Ja, das möchte ich eben nicht. Weil, also jetzt zum Beispiel Norwegen, oder? Wenn du das Land vorstellst, ist mehr hoch als breit und das Fernsehen ist mehr breit als hoch. Ah, rein von der Aufteilung her wird es schwierig. Ja. Ja, genau, dann in der Schweiz haben wir es einfacher. Okay. Auf der Hoch in Norden. Ja, auf der Hoch in Norden. Und aufs Glück, das er parat hat für Menschen wie Andrea und der Günther. Jetzt fehlt nur noch der lang einstudierte Hochzeitstanz. So schön geht sie zu Ende. Unsere grosse Tour durch den hohen Norden. So offen und herzlich haben uns die Menschen hier oben aufgenommen. Sie haben uns Einblick gegeben in ihr Leben und in die neue Heimat. Weit weg von der Schweiz. Sie alle sind auf und davon und angekommen. Sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.